Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Steinthesen. Garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit Kali und Max. Hallo, hallo, hallo zu Ausgabe Nummer 172, die gleichzeitig, so zumindest habe ich das in unserem Feed gelesen, die 200. Der 200. Beitrag ist, der sozusagen in dem Feed veröffentlicht wird, inklusive Nullnummern, Specials und was nicht alles. Und bei wie viel warst du dabei ungefähr? Also ich würde, also 150 würde ich sagen, locker, auf jeden Fall. Ich überlege, Christian hatte ein paar Gastdinger, wo ich mal nicht dabei war, ob das mehr als 10 sind oder weniger. Aber ich würde sagen 180 ein bisschen. Oh. Würde ich so schätzen. Ich habe ja auch einmal die einmal habe ich Horror-Oktober-Mini-Folgen gemacht. Die habe ich ja ganz alleine immer gemacht. War dann Christian dabei. Was würdest du schätzen, bei wie vielen warst du dabei? Sag ich 20, dann kommen wir nämlich auf 200. Ich weiß es nicht, ich war ja vereinzelt über die Jahre mal dabei, da weiß ich aber nicht mehr, bei wie vielen. Mhm. Und ja, und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich jetzt schon gemacht habe, dass ich hier Stammpersonal. Ja, Stammpersonal drin bin, sozusagen. Tja, könnte man nachzählen, mache ich aber nicht. Keine Lust, also weder bei mir noch bei dir. Ja, mein Gott. Aber genau, bist jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Weile dabei. Ja. Ja, mal gucken, ob wir auch es schaffen werden, noch weitere 200 Beiträge zu veröffentlichen in den kommenden Jahren. Heute haben wir was Tolles dabei. Da grinst er. Gold. Das ist der Filmtitel, den wir heute ins Visier nehmen. Und es geht nicht um den Film aus der, ich weiß gar nicht, aus Berliner Schule, hatte, glaube ich, vor ein paar Jahren mal einen mit dem Titel. Müsste ich nochmal nachgucken, ob das Nina Hoss oder eine andere Schauspielerin war in der Hauptrolle und wer der Regisseur war und überhaupt. Gold aus dem Jahr 1934 von Regisseur Karl Hartl steht auf dem Programm und ich gucke dir jetzt tief in die Augen. Was erwartest du denn so? Ja, nix. Ich habe von dem Film vorher noch nichts gehört. Du hast nur gesagt, dass der einzige Science-Fiction-Film des Dritten Reiches in der letzten Ausgabe, meine ich, dass du es erwähnt hattest. Ich finde, Science-Fiction ist immer so ein Thema bei mir. Das ist so ein Angriffspunkt bei mir persönlich. Ich sage immer, ich mag Science-Fiction nicht, aber wenn ich so bei mir in der globalen K-Drama-Szene und so unterwegs bin, dann werde ich da aber auch so oft angegriffen, weil ich doch recht viel Science-Fiction anscheinend gucke. Ich glaube, ich habe immer so eine feste Vorstellung, was Science-Fiction so ist, aber natürlich sind auch andere Sachen, die auch mit reinspielen, auch Science-Fiction und gucke ich recht viel Science-Fiction, würde aber fast sagen, trotzdem komme ich von meiner Grundeinstellung, die ich im Kopf fest abgespeichert habe, ich mag Science-Fiction, ich bin weg. Auch wenn es keinen Sinn ergibt, also wahrscheinlich, das ist mein eigener Kreislauf. Mal sehen, welche Art von Science-Fiction dieser Film bietet. Ja. Also ich erwarte nichts. Also ich sag mal kurz, ich habe mir den vor ein paar Tagen schon angeguckt, weil unsere Pläne sich ein bisschen so verschoben hatten und werde jetzt dementsprechend nochmal ein bisschen entspannter mitgucken können quasi und vielleicht dann auf andere Sachen schauen können in dem Film. Und ich wollte sagen, es ist natürlich schön, dass du gar nichts so großartig erwartest, also auch nicht weißt, wohin das gehen wird, so die Reise. Ja, ich will eigentlich nur noch ankündigen, dass wir nach der Filmbesprechung noch so Diverses zu erzählen haben, wo wir zu Gast waren, was so für Themenmonate sind, was für Themenmonate kommen, was so bei Twitter uns alles hinterhergetragen wurde. Wir müssen noch auf das Cinematic Smash Team Tournament Finale zu sprechen kommen. Wir haben noch die Verlosung aus der letzten Folge, Termine, Schauempfehlung. Das wird es alles nachher geben. Achso, und die lose Kategorie Max hört Podcast. Da habe ich wieder einen Filmpodcast, den ich vorstellen möchte. Da halte ich mich immer zurück, weil die einzigen Podcasts, die ich höre, ohne mich jetzt unlieb machen zu wollen, alle englischsprachig sind, weil die mal andere Themen abgreifen. Was ich noch dazu sagen kann, ich habe zwar keine Erwartungshaltung, was den Film angeht, weil ich nicht wüsste, wo ich sie hernehmen soll, aber ich kann dir schon sagen, ich habe die Befürchtung oder die Angst, dass ich die Leute wieder sehr schlecht verstehe. Es geht. Doch, nee, der Ton war eigentlich okay. Ich bin sehr gespannt, ob du den einen Drehort erkennen wirst, was du da so sagst, wie seine Reaktion ausfallen wird. Was ist denn das? Berlin oder Hamburg?
Das verrate ich doch jetzt. Das nimmt doch die ganze Überraschung weg. Oder es ist dann bei dir, hä, wo war das denn? Nee, genau, da werde ich nichts zu sagen. Genau. Ja, meine Erwartungshaltung ist ja eigentlich Quatsch, weil ich habe den jetzt schon gesehen, deswegen kann ich mich da gut rausschlingeln und brauche nichts erwarten. Hast du jetzt noch was, was du jetzt so vorher noch schnell loswerden möchtest? Nee, ich finde es immer nur für mich persönlich irritierend. Ich gucke ja in meiner Freizeit sehr viel international und dass ich die größten Verständnisprobleme bei deutschen Filmen habe, ich verstehe nicht, warum das so ist. Also das... Naja, ich meine, wir sind ja noch, trotz allem ja noch in der Frühphase des Tonfilms, kann man durchaus so sagen. Und dann hängt es ja einmal mit da zusammen, wie ist so die Tonqualität allgemein so vom Ausgangsmaterial und bei dem Digitalisieren und sowas. Ach, das würde ich dem Film gar nicht mal vorwerfen wollen, weil ich das Problem auch bei aktuellen deutschen Filmen habe. Also, genau, da, also wenn die mal über die Theaterinstallation dann loslegen, das ist für mich immer schwer, mit dem Film zu folgen. Ist ja auch mal was anderes, genau. Ja, in diesem Sinne werden wir jetzt wie üblich, also falls ihr jetzt zum ersten Mal eine Folge Wiederaufführung hört, weil ihr dachtet, oh Gold, ja, Gold bin ich dabei, gib mir Gold. Wir machen jetzt gleich hier Pause, also drücken Pause bei der Aufnahme, gucken den Film, drücken dann wieder Play oder Aufnahme, sprechen dann über den Film und danach noch über alles andere Mögliche. Und deswegen gucken wir mal, was wir mit Gold anfangen können. So, so. So, und schon haben wir den Film geguckt. Genau. Gold von Karl Hartl aus dem Jahr 1934. Wer war Karl Hartl? Eine Personalie, die ich nicht so ganz genau nachgeguckt habe, aber ich weiß, oder das wusste ich natürlich schon vorher, er hat schon kurz vorher mit Hans Albers zusammengearbeitet, unserem Hauptdarsteller, in dem Film FP1 antwortet nicht. Auch ein Science-Fiction-Film, der aber wohl, habe ich leider noch nicht gesehen, eingeholt worden ist von der Realität. Da ging es irgendwie um Landestationen für Flugzeuge im Meer oder irgendwie so. Ganz grob, vielleicht ist es auch falsch, aber irgendwie so in die Richtung. Und der ist wohl auch irgendwo im Gebiet Mecklenburg-Vorpommern, Rügen, glaube ich, gedreht worden. Also quasi hier um die Ecke. Hm. Das zu Karl Hartl. Muss reichen. Ich habe schon gedacht, du fragst mich, weil ich dachte, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Nö, da kenne ich dich gut genug mittlerweile. aber genau, ich habe auch die vier Hauptfiguren, oder das, wo ich jetzt einfach behaupte, das sind die vier Hauptfiguren, aufgeschrieben. Und zwar ist da an erster Stelle natürlich Hans Albers. Und seit ein paar Folgen blättern wir immer mal in dem Buch Filmschauspieler A bis Z, Filmkünstler A bis Z, Meyers Taschenlexikon, erschienen, wann war das? Ich glaube 67 oder 71 oder so. Und 67, ja. 67. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich Hans Albers Eintrag schon vorgelesen hatte. Ich glaube nicht. Aber hören wir mal, was da so steht zu dem blonden Männchen. Ich fasse mich auch kurz. Hans Albers, deutscher Schauspieler, geboren am 22.09.1892 in Hamburg, gestorben 24.07.1960 Tutzing, begann seine Laufbahn an kleinen Bühnen, ging dann zum Zirkus und zum Varieté. In Berlin spielte er ab Operetten, spielte auch am Schauspiel. Nachdem er Kontakt zum Film gefunden hatte, gehörte er seit Beginn der Tonfilmzeit als Typ des unwiderstehlichen Draufgängers lange Zeit zu den beliebtesten Darstellern. Später gelang Albers ein glücklicher Wechsel ins Charakterfach. Soll ich jetzt auch noch die Filmografie vorlesen? Nee, du kannst ja mal so überfliegen, ob dir im Titel bekannt vorkommt. Also ich sage jetzt mal, ich werde ein paar Titel sagen, die ich selbst schon gesehen habe, weil dann sind wir recht schnell durch. Der Blaue Engel von 1930 ist auf jeden Fall dabei. Genau, das ist besprochen in unserer Ausgabe Nummer 125, wer da mal ins Archiv hören will. Oh, ist das jetzt ein Test hier? Nö. Ja, Peer Gynt von 1934. Den hast du gesehen? Ja, man darf ich den nicht sehen? Doch, überrascht mich immer mal, wenn du so kommst. Oh ja, den habe ich gesehen. Ja, ich habe ihn jetzt nicht von mir aus geguckt, den haben wir im Musikunterricht damals geguckt. Interessant. Liebe Grüße an Frau Behrens. So, der Mann, der Sherlock Holmes war, 1937. Mhm. Große Freiheit Nummer 7. Ja, hatten wir in Folge 158. Vom Teufel gejagt. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Und über uns der Himmel. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Ach Gott, so liest du. Von 1954, ja. 50, ja. Ja, im Archiv haben wir auch noch in einer unserer frühen Folgen Der Greifer. Ich glaube, der war von. Der kommt aber noch als letzter, den hätte ich jetzt noch aufgezählt. Nee, da gibt es mehrere Verfilmungen und wir haben die von 1931 besprochen. Aha. Also, ich glaube, 31, bin da ich mir nicht sicher. Ja. Der ist in Ausgabe 14 besprochen worden. Ja, der blonde Hans. Mit dem Seemannsgarn. Der hat aber auch wirklich sehr, sehr ausdrucksstarke Augen, ne? Ja, also der arbeitet auch viel damit, das ist schon beachtlich. Also
Ich bleibe dabei, ich habe es bestimmt auch schon in den vorherigen Folgen gesagt, das ist einfach eine Marke. Also ich kann mich dem nicht entziehen. Der hat eine Faszination so in seinem Auftreten. Das ist, wie ich immer hier mal sage, mit ja, Matthias Schweighöfer spielt halt Matthias Schweighöfer, der irgendwie einen anderen Namen trägt in seinen Filmen. So. Und da habe ich auch das Gefühl, Hans Albers ist immer Hans Albers und dann steht halt in diesem Fall Werner Holk, Laborassistent drüber. Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob man das nicht eher negativ sehen kann als positiv. Das darf jeder für sich entscheiden. Ich finde es auf jeden Fall total positiv, weil es einfach, ja, dieser Draufgänger-Typ, also ich finde, der wirkt so authentisch, so echt. Also der wirkt so, also wenn die Kamera ausgehen würde, würde der nicht anders reden oder sich anders bewegen, glaube ich. Der würde einfach so weitermachen. Naja, das ist ja der Schweighöfer-Effekt, ja. Ne? Der würde einfach, der würde sich zum Regisseur drehen, so mein Junge, was brauchen wir für diese Szene noch? Hm? Also kann ich natürlich nicht nachmachen, Quatsch, aber... Danke für den Versuch. Ne, ich habe ja wenigstens auch noch die Mimik gesehen. Aber also der wird einfach so wirklich... Wenn da jetzt noch jemand in der einen Szene beim Essen dazugekommen wäre, dann hätte er den begrüßt und fertig ist. Egal, ob der zum Drehteam gehört oder auch der Schauspieler gewesen wäre oder so. Aber dazu vielleicht später mehr. Kommen wir zu den weiblichen Akteuren. Da ist zum einen Brigitte Helm. Sagt dir der Name was? Das heißt hier, die aussah wie Marlene Dietrich? Mhm. Nee, sagt mir nicht. Die spielt die Florence Wills, also mit S auch wirklich, Wills, die Tochter des Magnaten John Wilson, kommt später. Brigitte Helm, geboren 1906 in Berlin. Hans Albers übrigens geboren, hatten wir ja gerade gesagt, 1891, also 15 Jahre sind da Unterschied. Und die kennt man vor allem, oder ich verbinde ihren Namen tatsächlich vor allem mit Metropolis. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Da ist sozusagen in Anführungszeichen ihr großer Auftritt, wenn man so will. Und die hat sich anscheinend ein paar Jahre später oder kurze Zeit nach diesem Film, ein paar Sachen kamen noch in der Filmografie, aber dann ist Schluss. Und es ist nicht hundertprozentig klar, ob sie das aus freien Stücken oder auf Druck oder sonst wie beendet hat. Eben. Vielleicht hat sie geheiratet. Vor Kriegszeit und so. Genau, Friedrich, Metropolis hatten wir, oder beziehungsweise da war Christian mal in der Cine-Couch zu Gast und das Gespräch lässt sich als, in Anführungszeichen, unsere Folge Nummer 96 nachhören zu Metropolis. Da war ich zum Beispiel auch nicht dabei, das konnte ich leider dann kurzfristig nicht zu dem Termin. Aber hattest du Metropolis nicht damals hier in der Stummfilmnacht gesehen, im Kino? Unter anderem, also nicht im Kino, sondern in der Kirche, in der Stummfilmnacht, genau. Und wir hatten den auch in dem einen Uniseminar, habe ich den gehabt, relativ ausführlich. Und ich bin lange Zeit nicht so richtig mit dem warm geworden. Mittlerweile bin ich da, glaube ich, etwas gnädiger oder so. Aber ich habe immer so gedacht, ja, das ist ein Megameisterwerk und super duper und halala und hast nicht gesehen. Und bei mir war irgendwie so, ja, oh, ist okay. Also ich weiß, dass ich, also ich kannte Metropolis tatsächlich, oh, das kann ich gar nicht laut sagen, das ist ja peinlich eigentlich, ne? Aber das Poster hängt in sehr vielen amerikanischen Filmen im Hintergrund und dadurch bin ich halt darauf aufmerksam geworden, damals, also in der Jugend jetzt halt, ne? Mhm. Aber mittlerweile weiß man ja, dass das eines der großen deutschen Kinowerke ist, aber ich habe ihn selbst nie gesehen und ich habe auch nie das Interesse dran gehabt, weil ich vom Poster sehr Science-Fiction-lastig aussieht, wie ich mir Science-Fiction vorstelle. also genau die Science-Fiction, die ich nicht brauche. Aber ich weiß, dass viele die gesehen haben und sehr gut fanden, tatsächlich. Ja. Und ich habe auch einige von einigen gehört, dass die der langatmig ist, aber ich glaube, das ist nur darauf, wie du dich darauf einlässt. Ich kann es nicht einschätzen. Ja, ich glaube, die jüngste, also in Anführungszeichen jüngste Version, die hatten ja in Argentinien noch, oh, wir haben ja noch 25 Rollen Metropolis, die in keiner Fassung drin sind, nehmen wir die mal. ist das da, ist es ja nochmal Viertelstunde, 20 Minuten länger geworden. Ich glaube, zweieinhalb Stunden bald geht die mittlerweile, die längste erhaltene Fassung sozusagen. Also der hat schon total faszinierende Elemente und alles, so ist überhaupt nicht. Ne? Ist schon, da waren schon Leute dabei, die ordentlich was auf dem Kasten haben, aber mich hat er wahrscheinlich die ersten Mal nicht so richtig gekriegt. Und zum Beispiel ist ja, also wenn du sagst, in Serien oder so im Hintergrund oder in Filmen, genauso ja auch ist eben das Finale von Batman von 89? Ich glaube 89, ne? Ich bin gespannt, über den immer geil. Das Finale hat er da nachgestellt sozusagen, den Kampf in der Kirche, also ja, in der Kirche, auf der Kirche. Das ist so stark angelehnt mindestens an Metropolis. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Brigitte Helm jetzt in diesem Film sehr ausdrucksstark fand. Also das ist auch eine Marke, die hängen bleibt. Ja, und vor allen Dingen mir auch sehr gut gefallen, die Dame. Auch sehr stark gekleidet. Und so, und so eine schöne Intonation. Ich hatte kein einziges Problem mit ihr gehabt. Ich fand das super. Das finde ich interessant, vor allem unter dem Aspekt, dass man ja sagt, hier viele haben so den Sprung von Stumm zu Tonfilm nicht so geschafft, aber bei ihr scheint es grundsätzlich überhaupt gar nicht. Ganz ehrlich, Top-Casting. Genau, die spielt die Florence Wills. Dann haben wir als die andere Frau
Lien Dreyers, geboren 1911 in Amsterdam und damit ach, das ist 20 das Jahre jünger als Hans Albers. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, die sind noch weiter auseinander. Und die spielt Margit Möller. Und das ist so ein Punkt, genau, ne? Also ich habe auch den Eindruck so, ja, redet er jetzt ja nicht zu seiner Freundin oder zu seiner Tochter? Ja, ich habe gedacht, dass sie eine Tochter die ganze Zeit, bis das dann irgendwie unangenehm für mich wurde. Ich wusste, ich kann das hält nicht stand. Also das ist so ein Punkt, ne? Ich meine, das ist jetzt hier, sag ich mal, also beim Blauen Engel ist ja noch ein paar Jahre früher. Aber ich habe bei Hans Albers irgendwie immer so gefühlt, sieht er für mich mindestens 10 Jahre älter aus, als er, glaube ich, ist. Egal, also in den paar Filmen, in denen ich ihn jetzt gesehen habe. Oder er sieht aus wie ein älterer Mann. Also ich habe den Eindruck, so, egal welchen Film ich mit ihm gucke, er hat immer jüngere Mädels. Ja, also, ne, hier ist er jetzt sozusagen 34 rausgekommen, 1891 geboren, also so Anfang der 40er gewesen zur Drehzeit. Ich finde, so sieht er auch aus. Es gab manchmal, wo war das denn, beim Spätfilm, glaube ich, da ging es so das Thema, ach, waren das die Woody Allen Filme? Ich komme nicht mehr ganz drauf, dass so von wegen älterer Mann mit sehr junger Frau oder jüngeren Frauen, dass das ein bisschen wäre. Und ob das eben eigentlich allgemein eigentlich was Negatives ist oder so, aber muss es, finde ich, nicht sein. Das Liebe, wenn die, wo die hinfällt, ne, so ungefähr. Aber ich habe hier auch so das Gefühl, ja, ich weiß nicht, also für mich wirkt der irgendwie zu alt, keine Ahnung. Und zu reif, ne? Und sie wirkt auch noch so Püppi-mäßig. In den gemeinsamen Szenen, so rum vor allem, ne? Also jetzt so ganz allgemein ist sie halt in einem Alter. Aber ich finde es auch irritierend tatsächlich mit ihr, weil ich habe ja, wie gesagt, mich lange an den Gedanken geklammert, dass die Tochter, dann habe ich erkannt, oh Gott, nee, bitte nicht. Und dann ist er ja Gott sei Dank nach Schottland abgescheppert und dann geht er, okay, dann ist ja gut. Und dann, auch als er nochmal mit Florence geredet hat, hat er ja zu ihr gesagt, naja, von seinem Arbeitskollegen, die Ehefrau wartet auf ihn. Und da habe ich so gedacht, hä? Nee. Der war doch noch älter. Also, und da war ich total irritiert. Das hat mich also, dass die Margit die Ehefrau wäre von jemand anderem? Ja, oder? So habe ich das verstanden. Nee. Das muss ein Missverständnis. Das hat mich total irritiert. Und da hast du noch zu mir gesagt, guck mal, wie die geguckt hat, wie so ein Uhu. Und ich habe gedacht, ja, ich auch. Ja, aber da hat er nicht Ehefrau gesagt, die Frau, die in Deutschland auf ihn wartet, irgendwie so rum. Nee, für mich war das ein Aufatmen, wo ich dachte, oh, das, okay, er kümmert sich um die Frau des Kollegen, obwohl älter war. Das war noch so mein Gedanke, aber das ist ja. Ja, nee. Dann komme ich ja trotzdem wieder zum unangenehmen Thema zurück. Aber das ist ja für mich eine Verbesserung in der Denkweise jetzt wieder. Das würde ja auch nicht passen, weil der Chef ist ja Achenbach und der andere Kollege heißt Becker und nicht Möller oder Moller, wie auch immer. Naja, da kommen wir vielleicht dann auch nochmal drauf. Und die vierte Person im Bunde, die ich hier noch aufgeschrieben habe, Michael Bohnen. Geboren 1887 in Köln und damit ein klein wenig älter als Hans Albers. Der spielt den John Wills in diesem Film. Ich habe die Filmografie überflogen und nicht wirklich Titel mir bekannt, im Sinne von hätte ich gesehen. Münchhausen ist ein Film, wo er auch noch mitspielen wird, den wir in einer der kommenden Folgen dann gucken werden. Mit wem in der Hauptrolle? Hans Albers? Natürlich. Aber ich werde schon besser bei diesen Fragen. Und womit ich dich dann auch noch ködern werde, mit einem Drehbuch von, wie hat er sich genannt? Ah nee, Quatsch, Erich Kästner hat das Drehbuch geschrieben unter dem Namen Berthold Bürger. Ich wollte jetzt sagen von Berthold Brecht, aber das wäre natürlich doppelt Quatsch. Aber das hätte ich vielleicht mehr gelockt. Wie auch immer, dieses Trio, Brigitte Helm, Lien Dreyers und Michael Bohn, sind alle übrigens nicht bei den Filmkünstler A bis Z mit drin, was ja vielleicht auch etwas über den möglichen Star-Status dieser drei aussagen könnte oder aber auch über die Auswahl, die dieses Büchlein trifft. Ich weiß gar nicht, warum haben wir dieses Buch eigentlich zu einer Bibel erklärt? Nee, weil ich einfach Lust hatte, mal wieder ein bisschen mehr geschriebene Worte mir vor Augen zu führen und dann habe ich gedacht, ach, das kann man ja anscheinend ab und zu mal nutzen hier und mal gucken, wie eben so, wie gesagt, ne, ist ja von 67 die Auflage. Oder? Wo haben wir das eigentlich her? Also ist das vom Flohmarkt oder wo haben wir das? Entweder haben mich das von meinen Eltern oder das hat mir deine Mutti mal mitgegeben mit 2, 3 anderen Büchern, da bin ich jetzt selbst nicht sicher. Euro sieht aus wie Flohmarkt. Vielleicht habe ich es auch selber mal so gekauft. Könnte Flohmarkt. Meine Mutter sein, ja. Genau, und ich habe einfach so gedacht, als kleine Abwechslung, Auflockerung und eben mal zu gucken, wie manche Leute vielleicht zu dem Zeitpunkt beschrieben worden sind. Mhm. So. Gold von 1934. Hättest du Lust, den Inhalt ein bisschen zu schildern oder soll ich mich versuchen? Ich kann es versuchen. Ich mach's mal spontan. Deswegen entschuldigt, falls es unsinnig wird. Ich bin jetzt sehr unvorbereitet. Okay, im Mittelpunkt der Handlung steht ein 40-jähriger Ingenieur namens Werner Holk
Und der arbeitet sozusagen unter dem Chef, einem Wissenschaftler namens Achenbach. Kann das hin? Und die möchten sozusagen in der Zeit, wo Gold ein Mangel ist und sozusagen das Problem beheben und mit einer Maschinerie aus Blei Gold herstellen. So, und kurz bevor sie erfolgreich sind, explodiert die Maschine, der Professor Achenbach stirbt dabei und er überlebt und nicht lange danach. Also Holk überlebt, ja. Achenbach stirbt und überlebt. Nee. Und, er überlebt. Nee, und kurz danach kommen dann sozusagen zwei dubiose Figuren vorbei und schlagen ihm vor, für den Großindustriellen Wills in Schottland zu arbeiten, der sich zufälligerweise mit der gleichen Forschung auseinandersetzt. Und auf jeden Fall ist unser Herr Holk nicht auf den Kopf gefallen, vermutet gleich ein böses Spiel dahinter und dass Herr Wills hinter dem hinter der Explosion im eigenen Labor steckt und schwört Rache und macht sich auf nach Schottland. Bam, 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 bam. Ja, und wir wissen natürlich einfach, das macht der Film ja gar keinen Hehl draus, dass Holk recht hat, dass eben Wills mit seinen finsteren Machenschaften dahinter steckt. Ja, das stimmt, das ist ja gar nicht mal ein Thema, das ist nicht mal ein Spoiler. Ich fand den Einstieg sehr, unvermittelt, sehr direkt, ne? Also es kommt so dieser Vorspann, ja, alle Namen rattern durch, zum Beispiel ist es Otto Hunte, also es ist eine UFA-Produktion, wenig überraschend. Otto Hunte hat mitgebaut, der eben unter anderem auch bei Metropolis mit am Werk und daneben auch an der Kamera dabei Günther Rittau, der hat nämlich auch schon bei Metropolis mitgemacht. Musste jetzt mal kurz ein bisschen überlegen und nachdenken und auch nachgucken. Ausnahmsweise mal ein Schnitt in dieser Folge. Ich mag das ja überhaupt nicht zu schneiden. Aber naja. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Faden verloren. Achso, genau, der direkte unvermittelte Einstieg. Genau, wenn Sie das Namen anspannen. Und dann zack, sind wir mitten in dieser Szene, werden wirklich reingeworfen, ohne irgendwie noch so ein Establishing Shot oder sonst was, sondern einfach, wir sind in irgendeinem Zimmer oder da sind ein paar Personen und die fangen an zu quatschen. Wie ging es dir? Bist du da reinkommen? Hast du so erahnen können, worum geht's? Oder was war so dein Gefühl, was die da gerade besprechen? Also Nummer eins, ich hatte damit kein Problem. Nummer zwei, ich mag diesen Stil sehr gerne. Deswegen fand ich das sehr, sehr willkommen. Und Nummer drei, gute Frage. Also es waren auf jeden Fall zwei Bösewichte. Also ich hatte den Eindruck gehabt, die wollen einen Assistenten dazu überreden, dass er das Experiment oder das besagte Experiment oder irgendwie manipuliert. Im Sinne von, dass es besser wäre, es so zu tun. Also nicht zu bezeugen, dass es halt auch menschlich besser wäre, wenn das nicht erfolgreich sein sollte. Mhm. So habe ich das verstanden. Ja. Also ich hatte ja sozusagen leichte Vorkenntnis, dass ich wusste, es geht irgendwie hier um Goldherstellung oder sowas. Und dadurch konnte ich mir natürlich so zusammen... Wie konntest du denn das erahnen, du? Gebriefter Gucker. Mir natürlich so halbwegs ableiten, es wird jetzt wahrscheinlich darum gehen, dass konkret dieses Experiment, wo die das Gold herstellen wollen, irgendwie sabotiert wird. Und hatte auch schon so diesen Eindruck, wenn der Bäcker dann fragt, ja und Dings, und dann, nein, es soll ja niemand zu Schaden kommen, so ungefähr, wollen ja nur das Experiment sabotieren, wo ich schon sagte, na, wahrscheinlich sind die froh, wenn der auch mit drauf gehen sollte oder so, wenn da keiner überleben wird. Also ich hätte ja nur kein Vorwissen gehabt, also ich fand, dass die Szene hat etwas recht leicht gestaltet mit dem Einstieg, also fand ich zumindest. Und es war relativ schnell klar, dass die anderen beiden schmierige Lappen sind und der andere ein unsicherer Mitarbeiter, der vielleicht in Geldnöten steckt oder irgendwas, dass er sozusagen als leichtestes Opfer herausgerüstet werden konnte aus dem Team. Naja. Also, wie hast du ihn empfunden, den Bäcker? Ja, waren das diese beiden schwarzen Gesellen? Bäcker ist der Assistent. Ja, den habe ich als unsicher empfunden. Gut, und die anderen beiden fand ich schmierig. Naja, genau. Ich fand es auch interessant. Und dann ist ja noch eine vierte Figur im Zimmer. Und habe ich jetzt gerade überlegt, ob das der, in Anführungszeichen, Chefingenieur in Schottland war. Ich meine, es sei ihm dezent ähnlich, aber ich glaube nicht, dass er es war. Hast du den noch überhaupt in Erinnerung? Okay. Also einfach nur, der ist eben noch diese vierte Person, die einmal sagt, na Becker, jetzt haben sie sich mal nicht so. Und dann da seine Zeitung weiterliest, die aber gefühlt eben nicht weiter aufgegriffen wird, diese Figur. Auch die verschwindet dann wieder einfach so, wie wir eben plötzlich reingeworfen werden in den Film. So, zack, ist dann auch diese Figur weg. Ja. Ich gehe jetzt so ein bisschen chronologisch, oder möchtest du gerade, hast du gerade einen harten Gedanken dabei? Na, meinst du jetzt eigentlich die Person, die sozusagen wie der Kapitän nachher aussieht, dieser Doppelgänger? Nö, ich fand nicht, dass er wie der Kapitän aussah. Okay. Einfach so, da saß du halt noch mit dem Sora und sagt dann so,
Och, Becker, jetzt haben sie sich mal nicht so. Da habe ich die ganze Zeit, also bei dem zum Beispiel habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie so ein Spion oder so ein Geheimagent, der einfach so die clevere Idee hatte zu sagen, ich bin da jemand anders, hier sind meine Papiere, aber er ist eigentlich jemand, der... Der Kapitän selber, jetzt, meinst du? Ja, und bei dem habe ich auch noch so gedacht, na, kommt noch irgendwie so, der arbeitet doch für den Wills und spioniert Hans Albers eben so aus, doppelt. Ne, dass er wirklich sein Freund ist, aber ihn trotzdem verrät, so, aber das war ja nicht der Fall. Ne, ich fand allgemein diese Erwähnung, dass er ein Doppelgänger ist, fand ich also in der Betrachtung des ganzen Films total unnötig. Also, war wahrscheinlich so gedacht, dass er Vertrauen fasst zu ihm, weil er so ähnlich aussieht, aber ich fand, das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Das verstehe ich jetzt noch, glaube ich, nicht ganz. Wir reden immer noch von dem Kapitän. Ja, der wird auch immer als Doppelgänger beschrieben. Er spricht ihn ja auch selber an. Er hat eine neue Identität. Werner Holk kennt diesen Mann noch von früher. Und diesen Mann, den er von früher kennt, in dieser Form gibt es ihn nicht mehr. Er hat sich eine neue Identität zugelegt. Ja, und deswegen nennt ihn ja immer als Gag-Doppelgänger. Ja, ich weiß gar nicht. Also ja, für die Story selbst ist es vielleicht so ein bisschen blups, dass er sozusagen noch eine vertraute männliche Figur mit an der Seite hat dann in Schottland. Aber wie man das jetzt sozusagen vielleicht auch in die Zeit einordnet kriegt, ne? Das ist irgendwie so einer, der auf der Flucht ist, der weiß gar nicht mehr, was hat der gemacht? Also warum? Der wurde irgendwo wieder gesucht oder so, ne? War das so? Und deswegen hat er sich eben neue Identität verschafft. Ja, also quasi eine Maskerade und es ist ein Betrüger in Uniform, wenn man so will. Ne? Also die Kapitänsuniform, das ist das, was er jetzt anhat, was er jetzt vorgibt zu sein. Ich meine, er hatte, glaube ich, auch gesagt, er ist ja immer auf Schiffen gefahren und sowas. Und ich muss jetzt halt gerade an Hitlers Hollywood denken, die Doku von Rüdiger Suchsland, wo dann eben auch ist. Du hast vorhin ja gerade selber schon der Mann, der Sherlock Holmes war, aufgezählt, ja, sein Hans-Albers-Film, wo dann Rüdiger Suchsland eben auch sagt, ne, was waren denn eigentlich so die Figuren, die eben gezeigt worden sind in der Nazi-Zeit. Und das waren meistens irgendwie Hochstapler, Gauner, Gangster, die eben einem was vorgeschwindelt haben. Ne? Die gesagt haben, so und so ist es, aber da war es ganz anders. Und was man vielleicht eben als Allegorie auf die Nazis und oder ganz allgemein gefasst sogar auf Machthaber allgemein münzen könnte, dass man sagt, naja, die sagen das eine, machen das andere, vielleicht auch die Menschheit allgemein, je nachdem, wie ehrlich jeder so ist. Und also verstehe ich das gerade richtig? Er hat die Theorie aufgestellt, dass sich die Nazis selber aufs Korn genommen haben? Nicht direkt so, aber dass da eben vielleicht Parallelen zu entdecken sind und dass das, also diese Macht der Verführung, der Täuschung, dass das eben so eine Art Metaebene ist dann sozusagen im Film, also dass sie den Film ja als Massenmedium genutzt haben für ihre Propaganda auch und nicht nur jetzt den Kinofilm, sondern natürlich auch überhaupt Radio und Fernsehen solche Geschichten, also Fernsehen nicht, gab es noch nicht. Und jetzt geht mein Gedanke gerade so ein bisschen flöten, wie ich den zu Ende bringe. Das klingt für mich eher wie eine Interpretation und nicht wie eine tatsächliche Analyse, also ich meine, Gott, ohne das jetzt böse machen zu wollen. Nee, ich fand auf jeden Fall, dass das war, oder die Beobachtung fand ich zumindest nicht verkehrt. Eben, wie gesagt, hier bei Sherlock Holmes, das sind eben auch Heinz Rühmann und Hans Albers geben sich eben als Holmes und Watson, glaube ich, aus. Ne? Mhm. Sind es aber natürlich gar nicht und sind eigentlich Verbrecher. Sie geben einfach nur vor, sie wären in Anführungszeichen die Guten, sind aber die Bösen. Ja, also das stelle ich nicht so in Frage, dass der Philologstapler sind. Ich finde nur, dass es vielleicht auch... Und dann eben zu sagen, warum sind denn gerade diese Figuren in der Zeit so populär, kann man natürlich sagen, das sind einfach die Schauspielstars, die können spielen können, was sie wollen, so ungefähr. Aber vielleicht ist da eben auch was dran, so diese Verführungsgeschichte. Und wie dem auch sei, ob man das passend findet oder nicht, bin ich der Meinung, auch hier haben wir es eben mit einer Figur zu tun, die vorgibt, jemand anderes zu sein. Ne? Und der Doppelgänger, der in diesem Fall ja versucht, sich vor der Vergangenheit zu verstecken oder einer berechtigten Strafe zu entgehen. Also da vielleicht so eine ganz dünne, nicht dreifach abgeklopfte Parallele ziehbar. Jo, genau. Und eigentlich wollte ich jetzt so halbwegs chronologisch, glaube ich, mal ausnahmsweise ein bisschen vorgehen bei dem Film. Dann haben wir nämlich, oder weil wir dann ja die Szene, das Labor haben. Wie fandst du das so, diese gesamte Szene? Also mit auch Holk kommt, wird von dem Journalisten interviewt und das Experiment wird durchgeführt und so. Ich finde, es war wieder erstaunlich, dass in alten Filmen und teilweise ist es ja heutzutage noch so, Wissenschaftler, die was herstellen, sozusagen ein Labor haben, wo ein riesen Pott in der Mitte steht und da wird da schon was alles passieren. Das ist also so ein gewisses...
Klischeebild, also sich dein Klischeebild gewandelt hat mit der Zeit, weil das so diese, also das ist auch meine Vorstellung mittlerweile, wenn ich so die Wissenschaftler, die ja irgendwas Neues ausprobieren wollen, dass die es so in so einem Umfeld machen. Da war ich erstmal erstaunt, wie stark das sozusagen bei mir schon drin ist, obwohl ich nicht mal häufig so eine Filme gucke. Ist ja ähnlich so wie bei, was weiß ich, Frankenstein aus 30ern. Ja, und es wäre natürlich schöner, wenn mir jetzt noch ein modernes Beispiel einfallen würde, aber das ist halt das ähnlich so konstruiert. Das fand ich halt sehr, finde ich halt sehr interessant, auch so von der dem großen Räumlichkeit, der freien Räumlichkeit. Und dann hast du halt sozusagen diese Maschinerien an der Seite, wo alle die gleiche Zeiteinstellung und solche Sachen haben und Zeigereinstellung und dann dieses Riesending in der Mitte. Und das ist genau das, was bei mir für mich so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber so diese Penny Dreadful-Romane und solche Sachen, also sowas für mich widerspiegelt. Ein Klischeebild irgendwie dann, also ja, vielleicht noch nicht wahr, aber mittlerweile ist. Ich glaube nicht, dass es zu dem Zeitpunkt ein Klischeebild war, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Sinnbild ist, was sehr, sehr gern genutzt wurde und dementsprechend für mich eigentlich schon fast dazugehört zu diesem Repertoire, dass ich bei solchen Filmen sowas erwarte und nicht enttäuscht bin, wenn ich es nicht kriege. Sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube zum Beispiel, gut, das ist jetzt ein doofes Beispiel, ne? Aber mir fällt jetzt aktuell nichts anderes ein, wenn ich jetzt einen modernen Film nehmen sollte, mit Danny Radcliffe und der Viktor Frankenstein, ja, also zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, gut, aber das ist jetzt ein modernes, also das ist ja, spielt ja auch so in der alten Zeit, aber es ist ja ein moderner Film und das genauso konstruiert. Also, ja. Also da könnte man natürlich sagen, dass der das natürlich sich dann wieder anlehnt an frühere Verfilmungen. Aber grundsätzlich dieser Punkt, ne, das ist natürlich auch sehr filmisch. Du hast eben sozusagen eine riesen Bühne und in der Mitte der Bühne hast du natürlich den Hingucker und das ist eben diese gewaltige Apparatur, durch die eben 5 Millionen Volt fließen können. Also es wird halt immer richtig als Kammerspiel so aufgefahren, also komplett in ein Kammerspiel reingepresst. Und jetzt bei dem direkten Beispiel jetzt aus dem Film fand ich es halt einfach so, es war für mich aus wie so ein Kessel mit lauter Solariumlampen sozusagen darüber, so, wo ich dachte so, okay, also die wollen jetzt einfach nur das Blei bestrahlen mit so einem Bräunungslampen und dann wird's Gold. Also sah das so für mich, also jetzt mal um das mal simpel zu erklären, also natürlich ist da viel mehr hinter und alles, aber. Ja, wird keiner wissen, weil wenn es irgendjemand gewusst hätte, hätten wir mittlerweile Gold, eine Goldherstellung entwickelt. Ja, aber der Punkt an der Sache ist, dass ich, also ich lese das, man liest das ja immer wieder in Zeitungen, dass es immer noch tatsächlich auch immer noch erforscht wird. Das ist ja natürlich, also das ist ja immer noch ein brandaktuelles Thema. Der Film schreibt das hier vorne als Texttafel ran hier, ja, Gold, schon seit Ewigkeiten versuchen die Menschen, das herzustellen. Und es ist der Auslöser von Kriegen und was nicht alles für ein Blödsinn. Und das hat sich bis heute nicht geändert, natürlich nicht, weil es irgendwie Reichtum ist, was, wo sich viele denken, das ist was Gutes oder dann wird mein Leben besser oder wie auch immer. Ja, finde ich auf jeden Fall interessant, dass der Film, der sich sehr gut gealtert ist. Und ich finde einfach, dass mir die Szene am Anfang besser gefallen hat. Also ich fand es für mich persönlich interessanter als sowohl am Anfang dieses Intro und dann halt nachher der Wechsel halt nach Schottland in das Labor. Das fand ich interessanter als jetzt diese kurze Episode im Interview. Das hat mich jetzt nicht so gepackt oder mitgenommen. Ich meine, also bei dem Interview fand ich halt interessant einfach wieder, wie Hans Albers eingeführt wird, ne? Was er wieder für ein Typ ist und so. Und dann, ganz schlecht hier, jetzt habe ich gerade keine Zeit für Fragen. Naja, geht nur um das Experiment hier und sie wollen das und das herstellen. Was ja tatsächlich eine sehr gute Weg ist, der Exposition, also um uns auch als Zuschauer klar zu machen, was passiert jetzt überhaupt, wo sind wir denn jetzt hier? Ne? Wir haben jetzt Gold als Titel gelesen, wir haben gelesen, ja, Goldherstellung, das ist irgendwie, also hat der Film uns erzählt als Tafel vorher, ne, da strebt der Mensch schon seit Ewigkeiten nach und jetzt spricht ihm einer aus, ja, wir machen hier ein Experiment oder es wird ein Experiment durchgeführt und also sie versuchen mit Atomzertrümmerung Blei in Gold zu verwandeln, mit riesigen Strommengen, die da durchgejagt werden irgendwie. Und genau, also finde ich eine gelungene Exposition, weil es glaubwürdig ist, dass da irgendwie die Journalisten oder irgendein Journalist nachfragt und wissen will, was ist denn da nur und werden wir jetzt alle reich, regnet es Gold vom Himmel so ungefähr. Und dann kommt noch so dieser kleine Schlusssatz von Hans Albers, ja, aber jetzt schreiben sie mal nicht, wir sind hier eine Goldfabrik, sondern es ist ein wissenschaftliches Experiment, also so um Seriosität bemüht, zumindest oder behauptet. Ob das dann tatsächlich so ist, kann ja jeder nochmal selber überlegen, ob das vielleicht einfach so aus Selbstschutz sagt, auch ein bisschen. Und auch da kann man dann wieder die Frage stellen, wir haben ja geguckt hier, die Blu-ray ist erschienen bei Concord in der Classic Selection. Da ist ein kleines Booklet dabei mit einem Text von Georg Seslin, einer der, würde ich sagen, ja, größeren Filmmenschen in Deutschland. Der hat jede Menge Bücher auch zum Beispiel zu Genres geschrieben. Und hat hier eben geschrieben, so, ja, die Darstellung des Wissenschaftlers in diesem Film, dass da Unterschiede gemacht werden. Ne? Das, also die deutschen Wissenschaftler, das kann man jetzt auch sagen, ist das jetzt eine übertriebene Deutung, aber wir haben die deutschen Wissenschaftler, die eben um der Wissenschaft willen
hier forschen und nicht sozusagen, um sich selbst zu bereichern, dass die Selbstbereicherung und so, die Bösewichte, die sind natürlich im Ausland, in England in diesem Fall und Schottland, da ist, Schottland, Großbritannien, da ist sozusagen der Feind, der eben, ja, das Weltfinanztum oder die Finanzelite sozusagen als Feindbild dann sozusagen hinstellt, dass das eben so ein bisschen durchkommt. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, es macht sich grundsätzlich in dem Film auch einfach ganz gut, dass man so einen Gegensatz aufbaut, sozusagen Indiana Jones, der gute Archäologe, das gehört in ein Museum, wo man auch sagen könnte, ja, vielleicht gehört es auch dahin, wo es steht und gehörte den Menschen, die da gelebt haben. Und dann die Bösen, die Nazis, die das dann eben alles für sich haben wollen. Sogar eine doppelte Umkehrung, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Weil, Da machst du aber jetzt ein schwieriges Thema. Naja, auf jeden Fall, dieser Gegenüber, oder der Wissenschaftler, der sich verkauft hier, wie heißt der in Jäger des verlorenen Schatzes, der Franzose Belloc. Belloc, der eigentlich auch so wie Indiana Jones eben nach dieser, also der Archäologe ist, oder ich weiß gar nicht, ob der Archäologe ist oder Historiker, aber der eben sich mit den Mächten des Teufels quasi verbündet und dem der Ruhm über alles steht und nicht die Wissenschaft selbst dann am Ende. Scheint also auch in den 80ern noch mindestens ein. Ja, ich finde es total spannend, dass wir nächstes Mal diese Indiana Jones-Allegorie feststellen. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, so, weil es so diese ziemlich gute Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Abenteuer-Actionfilm ist. Ja, ist es nicht auch ein Beispiel, also das muss man blöd fragen, genau, aber ist es nicht auch ein klassisches Bild von Marvel-Filmen, wenn man dieser Wissenschafts-, aus Versehen, Wissenschaftsexperimente, die man Freunde hat, die aus der Wissenschaft die unterstützen und dann die bösen Wissenschaftler, die das halt. Also habe ich jetzt gerade also ich habe nicht so viele von den Disney-Marvel-Filmen. Green Goblin, also ich bin ja überhaupt gar kein Superman-Helden-Film, aber ja, ich will damit nur sagen, natürlich. Das ist immer noch ein up-to-dates Thema, um hier zu meinem Punkt zu untermalen. Boom. Also das kann man auf jeden Fall sagen, ne, dass Peter Parker eben diese, auch ja, ist ja auch Sci-Fi in der Stelle, dass diese Spinne irgendwie gezüchtet ist und er dadurch eben diese besonderen Kräfte kriegt und dass er sie für etwas Gutes verwenden will und andere eben mit anderen Experimenten die Wissenschaft in Anführungszeichen missbrauchen wollen, um für sich selbst sozusagen, um aus eigensinnigen Gründen, Eigensucht, Selbstsucht, Egoismus versuchen, irgendwelche Sachen an sich zu bekommen. Ja. Ich überlege gerade, ich habe den Faden verloren, aber ich habe gerade noch Gedanken gehabt, der anscheinend nicht wichtig war. Das ist schon gut. Dann kann ich ja noch sagen, dass ich eben dieses Set total geil finde, diese Bühne mit diesem Apparatur in dem Labor, dass ich auch finde, oder dass ich eigentlich total geil finde, dass ich bei dem Set schon dachte so, Mensch, das ist eine ganz schöne Apparatur. Und der Film dann sogar noch knallhart mir ins Gesicht lacht und sagt, ja, pass mal auf, wir haben noch ein viel größeres Ding auf Lager. Wir holen die gleiche Maschine nochmal, aber dann machen wir sie größer und das Ganze noch voluminöser. Also das fand mich schon beeindruckend, weil ist ja kein Geheimnis, dass ich total auf Bauten stehe und so. Also das ist natürlich Computertechnik noch vieles möglich macht, aber wenn das echt ist alles und dann da wirklich in die Luft fliegt oder zumindest ordentlich vernebelt wird, das löst deutlich mehr aus, als wenn das jetzt eben alles computeranimiert gewesen wäre. Und ich muss auch sagen, diese Explosion, die dann stattfindet, weil das Experiment sabotiert wird, die sah nicht schlecht aus, vor allem wie dann die eine Puppe da noch durch die Gegend geschleudert wird von dem Professor Achenbach. Ich habe dann ein Problem gehabt, weil du hast mir ja am Anfang gesagt gehabt, dass es der einzige Science-Fiction-Film ist. Also dazu nochmal, sind wir nämlich wieder bei Hitlers Hollywood, der Doku. Und da fällt eben dieser Satz, es ist der einzige Science-Fiction-Film des Dritten Reiches, dass das eigentlich nicht unbedingt das Thema war, was die Führung sozusagen auf die Leinwände bringen wollte. Achso, und dieses FP1 antwortet nicht auf vorher. Von 31, ne? 32. Mhm. Also streng genommen ist es auf jeden Fall vor 33, vor der Machtergreifung der Nazis. Ja, das stimmt. Und die Folgesätze sind noch, also um das einfach schnell abzuschließen, ein schwacher Metropolis-Abklatsch ist noch so ein Zitat und der aber eine merkwürdig morbide Atmosphäre ausstrahlte, dieser Gold. So. Und jetzt wolltest du was zu dem Thema Science Fiction noch sagen? Oder ja, aber gut, wenn die alle rumnörgeln, dann mache ich damit. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, ja, wieso ist das jetzt ein Science Fiction Film? Das ist für mich ein absoluter Rachefilm. Weil der so extrem, weil ich finde gerade der Anfang, also ich würde fast sogar sagen, die ersten zwei Drittel des Films sind komplett auf seine Rache-Gedanken und Rache-Motivation auch in den Gesprächen sozusagen fokussiert und nicht unbedingt auf jetzt die Goldherstellung selber. Das war für mich eher so
ja, das war für mich eher ein Rachefilm als ein Science-Fiction-Film, bis du meintest, aha, Science-Fiction ist das. Und ich Probleme habe mit dem, ich hab wirklich Probleme mit dem Begriff Science-Fiction. Also ich verstehe das unter Science-Fiction, wenn du was, wenn mir das so ins Gesicht geknallt wird. Also ich gucke gerade eine Science-Fiction-Serie, aber die ist halt dann wirklich mit Zeitreisen und mit Parallelwelten, wo die über Technik funktioniert. Und da ist es offensichtlich, dass Science-Fiction ist, weil da auch eine Kali hat damit kein Problem. Aber hier nur, weil die Gold herstellen. Nur, weil die aus Blei Gold machen, weil die aus Wasser Wein machen, ist das ja schon Science-Fiction. Ja, vielleicht bin ich der Asimov versaut, aber ich erwarte, wenn ich Science-Fiction habe, werde ich immer irgendwie sowas wie ein Roboter oder die Regeln der Robotik und Ja, also ich verstehe schon, also als du mir das dann vorhin erklären musstest. Und, kann man das nicht einfach so aus Blei ein bisschen Gold machen? Kann doch nicht so schwer sein. Naja, weil das ist dann für den Freund, dann frage ich mich jetzt mal, auf, vielleicht ist ein doofer Vergleich jetzt, ne, weil zum Beispiel Schaf Dolly geklont wurde, ne, ist das Science-Fiction, weil das ist die Realität. Nee, also spätestens der Moment, wo Science-Fiction zu Science wird oder geworden ist. Das ist ja das, was ich mit FP1 Antworten nicht meinte, ohne dass ich ihn gesehen habe. Das habe ich eben auch aus dem Booklet, dass da eben geschrieben steht, ne, es gibt eben die Möglichkeit, die Science-Fiction ist etwas, was sozusagen einen kleinen Schritt der aktuellen Forschung weiterdenkt, sozusagen eben bei dem FP1 hier mit diesen Trägerstationen, dass Flugzeuge zwischenlanden können so ungefähr. Dann theoretisch sind es solche abstrakten Sachen oder relativ abstrakte Sachen wie Zeitreisen oder sowas. Oder Sachen, die man denkt, naja, irgendwann haben wir fliegende Autos und mittlerweile gibt es ja, glaube ich, mindestens Prototypen. Oder wenn man manchmal hier so irgendwelche Videos sieht, wie weit Roboter mittlerweile natürlich schon entwickelt sind. Also das Science-Fiction einerseits was sein kann, was immer Fiction bleiben wird, weil es einfach eine gute Behauptung ist, weil du vielleicht nicht so lange lebst, um zu erleben, wie es dann sein. Ja, ich finde das manchmal auch schwer, wenn ich jetzt vielleicht mal die Grenze zu einer Dystopie oder so zu ziehen, ne? Also wenn ja, das vermischt sich alles. Also es ist ja nichts, was sich jetzt komplett ausschließt gegeneinander. So Catch-22 oder solche Sachen, das ist ja nur, ist das denn Science-Fiction, was ist Dystopie? Das ist, Ist vielleicht eine dystopische Science-Fiction-Geschichte, vielleicht ist es die Schilderung einer Dystopie mit Elementen der Science-Fiction, so wie man hier natürlich auch völlig berechtigt sagen kann, es ist eigentlich ein Rache- Spionage-Abenteuerfilm. Nee, ist doch ein Rachedrama, Punkt. Mit eben einem Science-Fiction-Element, das aber vor allen Dingen eben einfach nur dafür dient, dass man so einen Aufhänger hat für diese Handlung der Rache. Also nochmal für mich zu verstehen, wie heißt nochmal der Autor, den du so gerne liest und deine ganze Familie? Philipp K. Dick. Genau, Philipp K. Dick. Und der hat doch hier, ich habe doch das eine Buch von ihm auch gelesen, mit Japan hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Man of the High Castle heißt die Serie. Man of the High Castle, genau, der Mann im Mann im hohen Schloss, aber irgendwie so ähnlich ja, also ist die deutsche. Ich habe die nicht gesehen, aber ich habe den das Buch gelesen. Ist das auch Science-Fiction? Weil das ist ja kein technischer Aspekt drin, weil das ist ja dann... Ja, es ist eine alternative... Das ist ja eine Dystopie wieder. Kommt drauf an, für wen. Manche werden es als Utopie bezeichnen. Aber genau, es ist nicht zwingend Science-Fiction im Sinne von, dass es eben fantastische Elemente so gibt. Es ist eher... Ja... Kenne ich mich auch nicht genau genug aus, um zu sagen, ob das Science-Fiction, ob man sagt, alternativ oder wie ist denn das hier, ein Ereignis der Geschichte ist anders verlaufen und daraus entwickelt sich dann eben die Geschichte, ob man sagt, das ist, kann man als Teilgebiet der Science-Fiction verstehen oder ob man dann sagt, das ist eben Fantasy oder so fantastischer Stoff. So parallelweltmäßig oder ja. Ne? Also ja weil ich jetzt zum Beispiel Philipp K. Dick verbinde ich halt nur Science-Fiction, weil er ja auch mal Science-Fiction-Autor also, immer so vorgestellt wird. Also ne? Genau, und seinen ganz großen Ruhm hat er hauptsächlich irgendwie dadurch, aber das sind, wie gesagt, das ist dann immer so Grenzbereiche oder weil das eben, weil wir alle eben gerne unsere Schubladen haben und da irgendwas reinschreiben und reinstecken möchten, damit wir es zugeordnet kriegen, also, sagen wir, Philipp K. Dick ist Science-Fiction, ohne sich damit zu beschäftigen. Moment mal, er hat hier mit Scanner Darkly, vielleicht ist er doch einfach nur eine zeitgeistige Drogenbeschreibung komplett, ohne dass das zwingend Science-Fiction sein müsste. Oder eben Man in the High Castle, ich komme mal noch nicht auf den deutschen Titel, dass man sagt, das ist eigentlich nicht Science-Fiction, aber es ist von einem Science-Fiction-Autor und deswegen vermarkten wir das so. Ja, achso, das ist mein Problem, was ich immer wieder habe, dass es die Welt in Schwarz-Weiß gepackt wird und ich immer denke, die Welt ist grau. Um aus dieser Schwarz-Weiß-Einteilung rauszukommen, sage ich jetzt eben, ich weiß nicht, wie genau das vielleicht ausdifferenziert ist in bestimmten Science-Fiction-Definitionen. Okay. Ja, also um jetzt auf jeden Fall den Schwung zurückzufinden, Entschuldigung für diese Sache.
Wahrscheinlich bin ich die, wahrscheinlich denken die auch, Carly ist immer blöd, dass sie Science-Fiction nicht hinkriegt, aber ich habe da wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung im Kopf. Ich finde, andere Genres kann man leichter einordnen. Doch völlig in Ordnung. So wie du sagst, du findest dieses Labor ist so quasi das dein Klischeebild, was ich, also sehe ich total ähnlich. Ne? So kann man ja auch sagen, na, bei Science-Fiction fällt mir zuerst ein, eben trotz allem Raumschiff, Roboter, fliegende Gegenstände oder was weiß ich. Ne? Ja, für mich ist Science-Fiction so alles so Asimov-mäßig geprägte, ne? Das ist so. So, und dann ist eben sowas wie Blei zu Gold verwandeln, ist dann eben verhältnismäßig banal. Naja, oder vielleicht diese technischen Sachen, wo die Technik wirklich so auch, ich sag jetzt mal, überdramatisch inszeniert ist. Ja. Also so vielleicht auch. Also wir haben ja noch andere Elemente in diesem Film. Die U-Bahn, ich das ist auch so ein Punkt, wenn man mal nachguckt, dann war es eigentlich so die erste U-Bahn der Welt gab. Ne? Also natürlich gab es Züge und so, aber wenn sie dann hier bei Wills sind zu dem Labor, dann fahren sie ja mit dieser Untergrundbahn, um da anzukommen. Konnte ich sagen, ja, ist halt eine Bahn. Naja, das ist ja nun auch, weil das habe ich auch erst zum Schluss erst mitgekriegt, dass das ist ja unter dem, ich weiß ja nicht zu welcher Seite, das wird mit Edinburgh, das ist rechts, dann ist das ja unter dem Atlantischen Ozean ja, direkt ja das gesagt, Büro ja, hingebracht, genau. Ja. Ja. 200 Meter entfernt von seiner Fabrik und über uns ist der Ozean, der Atlantische Ozean. So, genau, man könnte sagen, es ist einfach zweckmäßig, diese Bahn so zu bauen. Die muss halt unter der Erde bauen, weil durchs Wasser kommen wir so nicht durch. Aber ich bin halt nicht sicher, ob zu der Zeitpunkt schon U-Bahn existiert haben in der Welt 1930. Das weiß ich nicht mehr, wann es in London oder sonst wo losgegangen ist. Das kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt denken, deutlich später, einfach nur aus dem Grund heraus, also wenn ich daran denke, dass wir zum Beispiel in der Stadt, in der wir wohnen, ne, die erste Straßenbahn sozusagen kam, so richtig, wo wir noch schon gelebt haben, glaube ich ja tatsächlich, dass denn das andere vielleicht 20 Jahre früher in den Großstädten war. Man könnte es jetzt natürlich ganz einfach nachgucken. Und mein anderer Gedanke ist, wenn die im Zweiten Weltkrieg hier teilweise in die Luftschutzbunker gegangen sind, sind die nicht nur in Luftschutzbunker gegangen, sondern glaube ich eben teilweise auch einfach in die U-Bahn-Stationen. Als die ganzen Wolkenkratzer in New York und so gebaut wurden, waren das 20er? Wann war denn der große Wirtschaft schon? Na, das war doch die Zeit. Und da haben so das denken. Da würde es ja hinkommen. Dann wäre es kein Science Fiction mehr. Aber naja. Hüdel-di-düdel. So. Schließen wir es damit ab. Ich habe das Gefühl, das ist eine Folge, mit der ich mich absolut nicht mit Ruhm beklecke. Also für mich war der Film auf jeden Fall, für mich war das ein Rache-Drama und meinetwegen auch Science-Fiction, obwohl ich das auch nur vorsichtig jetzt verwende, den Begriff, weil ich immer noch mein Problem habe. Auf jeden Fall verstehe ich nicht, wo du das Abenteuer groß gesehen hast, weil ein Abenteuer ist in diesem Film ja, im Sinne von der reist sozusagen an einen anderen Ort und muss da eben Sachen bestehen und erledigen. Na, ist ja auch egal. Also ich widerspreche dir ja nicht. In London verbringen sind wir auch Abenteurer. Doch. Ich wollte es nur Abenteuer. Aber auf jeden Fall, ich finde es auch nicht ganz grundsätzlich, weil du sagtest hier, das wären also negative Aussagen und du willst damit einstimmen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt als negativ, sondern es ist einfach erstmal eine Feststellung, dass man sagt, es ist so ein Science-Fiction-Element drin und man könnte darüber reden, ist es nicht eher ein Rachedrama und kann man ganz klar sagen, ja. Ja, ist auch eine Gesellschaftskritik so. Drin, ne? Am Ende wird das ja nochmal so richtig Gold. Das kommt auf mehreren Ebenen dazu. Der Witz, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, Thema Science Fiction, ist, dass wohl der Film nach dem Krieg irgendwie beschlagnahmt worden ist oder so von den Alliierten. Und dann könnte man ja denken, naja, die wollen nicht, dass irgendwelche Sachen rauskommen, sondern und anscheinend wurde das nach Amerika geschickt und die haben untersucht, Moment mal, die befassen sich hier mit Atomenergie. Oder irgendwas mit Atom und Atomkraft und das müssen wir erstmal überprüfen, weil wie viel da dran ist, ob das irgendwie gefährliche Informationen beinhalten könnte. Aber es ist wohl nicht genau überliefert, wie umfangreich die Arbeit der Kommission dann daran ausgefallen ist. Aber es ist eine sehr interessante Randnotiz mal wieder, worauf manche Menschen dann eben so achten bei solchen Filmen. Ja, also wir haben ein Rachedrama mit Science-Fiction-Elementen. Ja, darauf können wir uns einigen. Ich würde mal kurz wieder zu einer technischen Geschichte kommen. Und da greife ich jetzt auch nach sehr hochhängenden Früchten. Und zwar habe ich ein paar Mal, musste ich an Ingmar Bergman denken, der es schafft, ohne dass ich alle Filme von ihm gesehen hätte, aber so zwei, drei, das Thema Gesichter, Profile von Gesichtern im Bild einzufangen und auch vor allen Dingen im Raum anzuordnen. Bevor du das weiter besprichst, muss ich fragen, ist Ingmar Bergman das siebte Siegel? Genau. Gut, dann stimme ich dir zu. Also es sind vor allen Dingen
die Gesichtsaufnahmen von der Aufnahme Hans Albers in dramatischen Szenen haben mich also, daran erinnert. Es geht einmal damit los, wenn das Labor explodiert und dann liegt er im Krankenhaus, dann liegt er wirklich ja so da und wir haben die Kamera, zeigt ihn von der Seite, seine linke Gesichtshälfte, ne, also auch wirklich im rechten Winkel sozusagen. Die Nase zeigt nach oben und die Kamera im rechten Winkel zu diesem Ding halt. Ne, also wirklich genauso haarscharf dieses Profil. Auch ein sehr schöner Szenenübergang an dieser Stelle, dass er eben so halb bandagiert da liegt. Und dann kommt die Überblendung und er ist wieder gesund und liegt zu Hause auf dem Sofa. Also auch da wird so dieser Zeitsprung gemacht. Und dann haben wir es vor allem später, dann ist er mit Wills in dessen Labor. Und dann sagt er, Wills irgendwie so zu ihm, ja, und jetzt hängt das alles von Ihnen ab, dass das hier hingehaut. Und dann sagt Antoine, ja, da haben Sie wohl recht, jetzt hängt alles von mir ab. Und es ist einfach so eingefangen, Albers steht mit dem Gesicht. Aber die Szene meinte ich. mit der Nahaufnahme, wo er noch so guckt und dann wahrscheinlich meinst du... Ja, auf jeden Fall, also pass auf, Hans Albers steht sozusagen, also, ne, du bist jetzt die Kamera, das ist schön, das können die Hörer ja nicht sehen, du bist die Kamera, ich bin Hans Albers und ich gucke genau sozusagen, also ich gucke an dir vorbei, aber die Linie von Kamera zu Albers und Albers Blick Richtung Kamera ist eine Linie und der Wills steht auch wieder so rechtwinklig dazu, das Gesicht, also auch von ihm haben wir wieder dieses halbe Profil und dann kommt einmal ein Schnitt, dann ist Wills sozusagen frontal zu sehen und Albers in dieser Profileinstellung und wie gesagt, ist jetzt toll, weil Bergmann da nochmal, glaube ich, nochmal 5, 6 Schippen drauflegt, aber ganz grundsätzlich ist das eben sowas, was ich irgendwie bemerkenswert fand. Und es taucht auch noch 2, 3 Mal so auf insgesamt im Film gefühlt, vielleicht auch noch öfter, aber da, wo es mir eben so aufgefallen ist, weil ich dann irgendwie dachte, ja doch, das ist irgendwie... Und ich habe jetzt gedacht, du meinst eher sowas wie, wenn hier nachher die Blitze zucken und so bei dem Labor, wo dann immer so halb angeleuchtet ist. Ich meine, dass wenn auf einmal sozusagen diese, ich sage jetzt mal liebevoll, Improvisationsmomente sind, wenn der Dialog fertig ist und er sozusagen vor der Abblende nochmal der Schauspieler zeigen kann, was er ausmacht. Diese Momente meine ich. Aber ich muss ehrlich sagen, ohne das jetzt hier irgendwie negativ reden zu wollen, aber Das siebte Siegel ist jetzt zum Beispiel für mich ein Film, der hat mich sowas von emotional mitgenommen und den fand ich sowas von fantastisch, auch von den Einstellungen und von dem ganzen Szenenwechsel. Und ich bin ja ein Typ, ich achte ja nicht mal unbedingt auf sowas, ne? Ja. Aber das ist für mich so ein Gänsehautfilm, also ganz toller Film. Ja, also wie gesagt, und diese Wirkung hatte dieser Film jetzt nicht auf mich. Nee. Das jetzt mal ohne Böse ist mein. Nein, also darauf wollte ich ja auch nicht hinaus. Ich wollte eben darauf hinaus, dass eben bei Bergmann oft eben so diese Köpfe, Figuren so inszeniert werden oder in besonderer Weise arrangiert wird. Das Bild, das eben zum Beispiel. Das ist, du musst es nicht, du hast es gerade eben erklärt, du musst es nicht nochmal erklären. Ich weiß nicht mehr, ob das bei Persona so ist, da hast du halt auch dieses, eine Person guckt sozusagen Richtung Kamera, die andere hat das Profil und da sind zum Beispiel die Nasenspitzen werden eins sozusagen, dass du zwei Gesichter hast, die zu einem werden. Also das meine ich nochmal 5, 6 Stufen höher und wahrscheinlich auch viel bewusster darauf aufbauend als eben dieser Rachefilm, der das so ein bisschen als ich kann auch ein bisschen ordentlich Kamera machen oder so nutzt oder eben diese Anordnung ohne darauf wirklich abzielen zu wollen, wie jetzt ganz tiefenpsychologisch das abgeht oder so mit in und zwischen diesen Figuren. Das wollte ich einmal zu der technischen Komponente erwähnen. Was möchtest du denn vielleicht so zu dem Film sagen? Nö, nichts, ich höre dir zu. Du möchtest gar nichts zu diesem Film sagen? Dann möchte ich natürlich darauf eingehen, wie Florence und Werner erstmals aufeinandertreffen. Also beide Figuren sind zu dem Zeitpunkt schon eingeführt worden, sie eben als die Tochter. Werner als Lüstling. Sind sogar als, bevor sie aufeinandertreffen, meine ich, sind sie ja eingeführt worden. Und das Interessante fand ich, ist mir heute so irgendwie bei diesem kleinen Wiedersehen aufgefallen, dass sie beide in einer Art Parallelmontage gezeigt werden, der ähnliche Abläufe sind. Sie bekommt mit, dass sein Zimmer durchsucht wird und geht daraufhin zu ihrem Vater und sagt zu ihrem Vater, Vater, was ist los hier, das geht nicht, das ist dein Gast, ne? Und der Vater denkt natürlich, ja, ich muss das machen, Alter, Geld macht Reichtum, lalala. Und dann sagt der Vater so gegen Ende des Gesprächs zu ihr, ja, du musst mal deine Reise verschieben. Du kannst, also morgen kannst fahren, aber heute nicht. Du musst heute die Gäste empfangen, weil ich wegfahre. Und dann sagt sie einfach, nö, und geht weg. Und also sie wird da als ziemlich selbstbewusste und durchsetzungsstarke Frau gezeigt, sage ich jetzt mal. Also, weil auch gegenüber dem Vater, man könnte sagen, ne, traditionelles Bild wäre eben das Familienoberhaupt befiehlt und alle anderen nicken das ab oder fügen sich. Ja, würdest du mir zustimmen? Oder? Ja. Sie wird da schon so als eine gezeigt, die ihren eigenen Willen hat und den auch durchsetzt.
Lustigerweise wird sie ihn am Ende nicht durchsetzen, sondern tatsächlich bleiben und nicht abreisen. Und dann ist gleichzeitig die Szene, oder beziehungsweise dann kommt eben der Schnitt ins Labor, wo Hulk erste Tests durchführt mit 8 Millionen Volt. Völlig absurde Energiemenge. Und hatte halt diesen eigentlichen Chefingenieur des Labors immer bei ihm, Harry, Gary, irgendwie so. Das ist auch geil, der läuft eben hinter ihm her, der soll ihn natürlich beschatten und auch mal gucken, dass er nichts kaputt macht, weil da immer noch diese Gefahr besteht. Er könnte nicht einfach nur helfen und das alles durchschaut haben, diesen teuflischen Plan von Wills. Und dann sagt Albers zu ihm, musst du mir eigentlich immer hinterherlaufen, also dich dabei stehen? Ich finde, das erhöht die Spannung zwischen uns, da kannst du mal zu einem Kurzschluss kommen. Und das führt zu einer Spannung. Also ich fand, es war ein sehr schön doppelbödiger Dialog, einfach so diesen, na klar, die elektrische Spannung, die hier im ganzen Raum ist, aber natürlich ist die Spannung zwischen diesen Menschen gemeint. Und da, wenn da ein Kurzschluss kommt, heißt das, da fliegen die Fäuste. So. Und dann kommt dieses Gespräch dann darauf, dass der Gary, ich nenne ihn jetzt Gary, sagt, na, ich bin hier der Chefingenieur. Und dann sagt Albers, ach so, du bist der Chefingenieur, ich bin der Untergebene, ja, na dann, wie er so in sein Taschentuch schnaubt, also auch das wieder so schön doppelbödig, finde ich, dieses, natürlich, er muss sich einfach schnauben, aber er zeigt ihm auch, pft, du kannst mich mal. Und daraufhin sagt, ja, wenn ich hier der Untergebene bin und du der Chefingenieur, dann mache ich einfach gar nichts mehr und geht auch weg, so zu sagen, wie in dem Moment davor eben Florence das macht, sich dem Überstehenden oder dem Chef sozusagen einfach zu widersetzen. Ein Motiv sozusagen, mit dem die beiden hier verknüpft werden. Dann kommt er, Werner Hulk, zurück eben in das Anwesen, davon ausgehend, dass er auf John trifft, also auf den Vater, und dann ist aber sie da. Und das ist auch ein sehr denkwürdiger Moment, finde ich. Denn sie ist da in diesem auffallenden Kleid. Also das kann man nicht übersehen, das geht gar nicht. Man kann sagen, es ist nicht mein Geschmack oder sonst was, aber es ist auf jeden Fall ein sehr ins Auge fallendes Kleidungsstück. Und dazu kommt ein sehr großer Kamin. Auch das halte ich für einen bewussten Aspekt des Films, dass hier das knisternde Feuer zwischen den beiden geschildert wird. Denn es gibt dann im Laufe dieser Szene, die noch eine ganze Weile gehen wird, kaum einen Moment, wo nicht in irgendeiner Form die Flamme oder das Feuer mit im Bild ist. Ja, vorhin zum Schluss, ne, wenn die Flamme richtig groß ist, wo ich dachte, oh Gott, fackel die jetzt das Haus ab. Es beginnt eben bei diesem Kamin und da ist noch so ein bisschen Missstimmung, weil er ihr nicht traut und dann will er eigentlich gehen. Dann gibt es kurz diesen Moment, wo keine Flammen im Bild sind oder kein Feuer, weil sie auch ein bisschen weiter voneinander entfernt stehen. Und dann fragt ihm der Diener, ja, soll ich jetzt das Essen servieren? Und dann sagt sie, ja, ich werde gefragt, ob ich für zwei das Essen jetzt anrichten lasse. Und dann sagt er, okay, ich bleibe noch. Und dann, wenn sie am Tisch sitzen, ist jeweils wieder, ich weiß gar nicht, doch sind glaube ich zwei Kerzen und auf jeden Fall ist jeweils immer Person plus Kerze im Bild. Also auch da haben wir wieder dieses Feuer, dieses Lodern. Genau, was ja auch später auch dich völlig von den Socken gehauen hat, als dann das Wort Flirten vorkommt. Ja, seit wann ist das Wort Flirten im deutschen Sprachgebrauch drin? Ne? Die kriegen Adam, weißt du, aus Edinburgh machen die Edinburgh, aber sagen Flirten. Das hat mich total kalt erwischt. Der heiße Flirt. Genau, also ich finde, dass das hier eben ganz klar ein gestalterisches Mittel ist. Oder also für mich, ich interpretiere das so. Die Analyse sagt ganz klar, wir haben hier ganz viel Feuer immer, wenn die beiden da in diesem Moment im Bild sind. In dieser ersten Begegnung, da ist viel Feuer drin, ganz, ganz bildlich gesprochen. Und ich interpretiere das eben als die Zuneigung, die sich entwickelt. Ja, man kann aber auch gleichzeitig auch das gleich wieder aushebeln und sagen, okay, sie ist einsam, weil sie halt von ihrem Vater links liegen gelassen wird und deswegen sucht sie sich halt Nähe. Es wird ja auch angedeutet, dass der mit der neuen Identität der Kapitän auch vorher mit ihr ausgegangen ist und jetzt ist er sozusagen links liegen geblieben und jetzt geht sie denn, jetzt hat sie ihren Blick auf Werner Walter, Werner Hulk, da sozusagen geworfen in der Hinsicht. Ja, aber was hebelt da jetzt aus, dass die miteinander flirten? Nein, das würde ich gar nicht in Frage stellen, weil das offensichtlich ist. Aber weil du meinst, das wäre jetzt irgendwie... Ja, weil das vielleicht auch langfristig vielleicht auch so gedacht sein soll, dass sie halt vielleicht auch in eine Beziehung eingehen und nicht nur jetzt einen heißen Moment haben. Und das ist durchaus möglich. Also, dass sie sich auf jeden Fall was erhofft und das wird ja dann gegen Ende, wenn sie komplett schwarz gekleidet ist, sogar mit ich weiß nicht, ob es eine Mütze war oder ein Hut, Kopfbedeckung, ist ja wirklich komplett schwarz gekleidet, wenn er ihr dann offenlegt, ja,
da ist noch eine Frau in Deutschland. Ich habe auch gedacht, schön, dass du es mal nach ein paar Wochen sagst. Ne? Also ich fand ja, dass sie sich immer mehr an Marlene Dietrich verlangt hat, von so vom Aussehen her, mit den Outfits und den Looks so. Und er, ja, jetzt ganz ehrlich, wenn er verheiratet ist, kann er auch gleich sagen. So. Ja, also dieser Satz fällt ja, ich weiß nicht, ob er das direkt zu ihr sagt, aber ich glaube, das sagt er auch zu seinem früheren Kumpel, dass er sowas meint wie ja, eine Frau, die einen fast vergessen lassen könnte, dass da zu Hause noch jemand wartet oder so. Und auch das wieder eben, ne, Kontext der Zeit. Man kann natürlich sagen, ist halt wieder ein beliebtes Thema oder eine schöne Handlungsverlauf, so eben, dass man sagt, ja, die eigentlich verheiratet, aber dann gibt es eben dieses sexuelle Abenteuer oder so, oder dieses amoröse Abenteuer, dass man hier eben sagt, ja, irgendwie die Ferne, also die Frau in England, die ist irgendwie verlockend, aber Treue und Heimatliebe lassen den aufrichtigen, guten Helden natürlich nach Deutschland zurückkehren und da zu seiner Familie und so. Ach naja, ich finde eigentlich, er wurde ja sehr dadurch einfach durch diese Beziehung zu seinem toten Chef, der sozusagen am Anfang weggesprengt wird, wird er als ein sehr loyaler Charakter sozusagen eingeführt, ne, der wirklich diese Loyalität seinem Chef gibt und auch möchte, dass dessen Arbeit auch sozusagen gewürdigt wird als dessen Arbeit und nicht von Wills geklaut. Und ja, und dass dessen Name auch nicht in den Dreck gezogen wird, eben mit diesem hier, ja, die Zeitungsberichte, ja, die Irren, die hier versucht haben, dieses Experiment durchzuführen und so. Ja, genau, und das also ganz tatsächlich, ne, und ich fand auf jeden Fall, dass er halt als sehr loyaler Mensch eingeführt wurde und halt auch nicht auf den Kopf gefallen, auch sehr intelligent, sehr schnell Sachen durchschaut, auch so hinter die Fassade blicken kann. Und die Tatsache, dass er mit ihr rumgeflirtet hat und mit ihr, na gut, dass sie jetzt nicht mehr auseinander ausgegangen sind, war ja eher so ein Zeitproblem, weil dann Wilkes ihn ja komplett eingespannt hat. Aber wenn man denkt, dass er verheiratet war, hat das halt mit diesen loyalen Gedanken komplett zersprengt. Also, so wie der Achenbach in die Luft geflogen ist, war die Loyalitätskette auch weg. Also, aber welche Loyalität war dann weg? Naja, weil ich habe ihn ja nicht mehr als loyalen Menschen wahrgenommen, weil er mit jemand anderem weggeht. Dann ist er ja nur seinem Chef gegenüber loyal, aber seiner eigenen Frau gegenüber nicht. Fand ich jetzt nicht so. Ja, würde ich dann wahrscheinlich mir so zurechtschieben, dass er eben, also er sagt ja auch ganz, ganz deutlich, das beschäftigt ihn, und sie sagt dann auch, ja, du hast schon wieder in den Zeitungsartikeln gewühlt und hast schon wieder das gemacht und jenes, also ne, damit ist alles sehr betont, was so die Figuren machen und machen wollen und gemacht haben und was sie denken und was sie tun werden. Aber dass das schon dadurch sehr deutlich ist, er ist davon zu einem gewissen Grad vielleicht auch besessen, dass er eben sagt, wenn man sagt, wer jetzt normal wäre, würde er versuchen, das zu, den Namen reinzuwaschen, aber er würde trotzdem eben beispielsweise bei seiner Frau bleiben. In der Form würde ich dann trotzdem sagen, dass er loyal zu seiner Frau ist, weil er genau, also illoyal hätte ich es dann gesehen, wenn er wirklich mit der anderen rumgemacht hätte. Auch wenn ich deinen Punkt grundsätzlich nachvollziehe, aber ich würde es eben dadurch begründen, dass er sagt hier, oder der Film mir auch sagt, na, er ist wirklich versessen darauf, das wieder richtig zu stellen. Ihm geht es auch gar nicht darum, also das ist ja auch, ne, wie gesagt, kann man überlegen, ob das eben eine gute filmische Sache ist oder eben auch wieder ein bisschen unterschwellige Propaganda, dass er natürlich, ihm geht es gar nicht darum, dass hier Gold hergestellt wird. Das ist vielleicht eine schöne Sache, wenn die Wissenschaft vorankommt. Also als Wissenschaftler würde ihn das natürlich freuen, aber ihm geht es jetzt nicht darum, sich irgendwie persönlich zu bereichern oder eben die Welt in ein Finanzchaos damit zu stürzen und selbst sorgenfrei leben zu können, sondern sein Ziel ist, ja, vielleicht klappt das Experiment, das hat schon so, das kritzelt auch in ihm, aber vor allen Dingen muss Herr Achenbach zu dem Ruhm gelangen, der ihm zusteht. Was natürlich dann auch mit dem Ende nochmal unterstrichen wird, wenn sie dann ankommen in Warnemünde im Rostocker Stadthafen. Unglaublich. Als ich den gesehen habe, ich war schon so kurz, ah, jetzt ist er bald vorbei. Hä? Was ist das denn? Das muss doch unser Leuchtturm sein. Das geht gar nicht anders. Ich hätte gedacht, dass Holg Rostocker war. auf jeden Fall wird das gleich noch unterstrichen, wenn dann nämlich hier sein Doppelgänger, und damit wird er dann zum weiteren Doppelgänger, wenn nämlich der von Bord geht und alle Journalisten auf ihn einstimmen und sagen, Herr Holg, wie haben Sie das gemacht? Und er sagt, ich bin gar nicht Herr Holg und wir wissen ja, er ist nicht Herr Holg. Aber wieder mal kriegt er sozusagen eine neue Identität, diesmal von außen aufgetragen, und Holg kann sich still und heimlich zu seiner Frau verkrümeln und mit seiner Frau glücklich werden. Er kann das Gold sogar noch wegschmeißen, um nochmal zu zeigen, darum geht's nicht. Der wichtig ist, ich bin wieder bei meiner Frau, ich habe Achenbachs Namen sozusagen reinwaschen können, weil ich dieses Experiment durchgeführt habe und den bösen vorgegebenen Wissenschaftler, den Geldgierigen, den habe ich sogar noch vernichtet, also alles super.
Ich finde gerade, also ich muss mich selber loben, dieser Gedanke mit dem, dass eben der, sein Kumpel nochmal die nächste Identität aufgedrückt kriegt. Ja, fand ich auch sehr gewitzt. Das ist sehr interessanter Punkt eigentlich so in dieser Abfolge. Ja. Nee, aber diese, das hat mich überrascht am Ende, dass das dann so plötzlich, ey, den Drehort kenne ich aber. Hm. Habe ich auch schon überlegt, müssen wir nochmal irgendwie ein bisschen Werbung für machen, dass unsere Stadt dabei ist. Fand ich cool irgendwie. Ja, da kriegt man immer so ein Heimatgefühl in dem Moment, ne? Ja, weil es auch so, also kam, wie gesagt, vorhin doppelt und dreifach unerwartet, weil, wie gesagt, mit dem FP1-Antwort nicht, das hatte ich schon ein paar Mal irgendwie gehört, dass, ich glaube, vor Rügen, auf Rügen gedreht worden ist sozusagen in der Gegend, aber bei dem war mir das nicht untergekommen. Da kannst du vor allem, was von der Fühlhäuser noch gar nicht gebaut, ne, zu dem Zeitpunkt. Ja, also wieso schreibt so, die, Blick so ne? die Mole da, die, bei der Mole war ich mir zum Beispiel noch nicht so hundertprozentig sicher, aber dann, wenn der Leuchtturm ins Bild kommt, finde ich, also der... Der leuchtet ja, den du jetzt nicht mehr sehen kannst, ne? Mit Teapot heutzutage. Mhm. Da war das für mich klar. Und dann, wie gesagt, beim Stadthafen müsste man vielleicht nochmal in Ruhe gucken, so auf Standbildern. Aber bin ich auch der Meinung, dass unser Stadthafen war. Das war schon ein interessanter Moment, ja. Eben durch dieses Unerwartete vor allem, ja. Mhm. Das sind diese kleinen schönen Momente. Hast du denn irgendein Thema bei diesem Film oder so? Na, ich würde auf jeden Fall sagen wollen, ja, ich habe, also Max hatte mich ja am Anruf aufgefordert, ob ich die Stadt erkenne. Ja, ich habe sie erkannt. Also dann, ich wollte jetzt nicht, dass das jetzt unerwähnt bleibt, sonst denkt die nachher, ich erkenne, ich weiß nicht, was Science Fiction ist und ich erkenne noch nicht ihre eigene Stadt. Nein, ich habe sie erkannt. Das du, war recht jetzt, eindeutig. Jetzt stell mal dein Licht nicht so in den Scheffel. Du kannst nämlich auch ganz einfach sagen, nicht, du weißt nicht, was Science Fiction ist, sondern wir überlegen, was ist denn eigentlich Science Fiction? Wo sind denn so die Ränder? Was sind die Grenzen? Was ist vielleicht Science Fiction? Was ist vielleicht auch nicht Science Fiction? Was sind übliche Vorstellungen von Science Fiction und solche Geschichten? Ja, dadurch, dass so. Ich mich dann nie damit so auseinandergesetzt habe und mir als klassische Antwort immer hier die Regeln der Robotik entgegengeworfen wurde, habe ich das auch so für mich so fest eingebrannt. Deswegen ist es für mich mehr irritierend, wenn die Regeln der Robotik nicht auf was zutreffen, dass trotzdem Science Fiction ist. Du weißt ja, ich bin ja ein Mensch, ich klebe ja immer sehr stark an Regeln. Ja, es gibt ja auch Leute, die behaupten, Star Wars ist Science Fiction, aber es ist nur Fantasy. Boom. Was Diskussion Star Wars ist ausgelöst. Fantasy, das ist doch Science Fiction. Das spielt vor vielen tausend Jahren, ganz woanders. Warum soll das Science Fiction sein? Weiter im Text. Diese Diskussion machen wir jetzt nicht auf. Aber ich habe gerade gedacht, ich finde, das wird eine Erklärung von Science Fiction, dann holst du ein Beispiel raus, wo ich gerade auf dem Gegenbedingung bin. Ah, für mich ist alles Science Fiction. Punkt. Ja, was würde ich gerne sagen? Ich würde gerne, ich auf zwei Punkte würde ich auf jeden Fall heute noch zu sprechen kommen wollen. Nochmal eins auf den dicken Wilks, den Großindustriellen sozusagen. Aber ich auch sagen, der hat ja auch ordentlich viel investieren müssen, damit er mal so einen kleinen Klumpen Gold rauskriegt. Ja, diese Stromrechnung, also war. Das ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Wo kommt eigentlich dieser Strom her? Ja, zu der Zeit, also zu der Ausrüstung mit diesen, das ist ja wirklich, das ist vielleicht Science Fiction für mich, ne? Weil das ja kein Strommast von der Leitung aushalten würde. Und am nächsten Tag wieder die Druckerpressen spucken aus, ja, halb Edinburgh ohne Strom, warum? Wo geht die ganze Energie hin? Stimmt eigentlich, ne? So, so eine riesen Energiemenge musst du ja erzeugen. Ja. Und da war halt aber auch interessanter Aspekt. Würde man heute viel mehr erklären wahrscheinlich in Filmen. So. Da würde man noch so eine Einblendung kommen, wie so die Großaufnahme der Stadt bei Nacht und die Lichter an, aus. Ja, aber so ein Monstergenerator noch an die Wand oder so ein Riesending, ne, was so groß ist wie die Decke. Oder so. Ja, also ich meine, es würde ja, also ne, Thema ist natürlich Wassergeneratoren hier oder sowas. Ja, du weißt ja auch nicht, was im Hinterzimmer steht. Nee. Ja, auf dem Wasser war ja nichts, das haben wir ja gesehen, dass da nichts war. Da gab es keine Windkraft oder ähnliches. Das wäre ja doch der Oberhammer gewesen, wenn es zu dem Zeitpunkt gewesen wäre. Ja, nichtsdestotrotz, also er ist ja ein Großindustrieller, der ja einfach nur um diesen finanziellen, eben geht es ja von der Motivation nur um diese finanzielle Bereicherung, da ist ja nichts anderes. Ja, er will sagen, in Anführungszeichen schon die Weltherrschaft letztlich eigentlich, ne? Damit stößt er alle anderen sozusagen, weil er dann das sozusagen kontrollieren könnte, die ganze Goldgeschichte. Ja, was sagst du denn dazu mit diesem Dubi-Gold oder wie das hieß, wie das im Film genannt wurde und diese Krise, die das sozusagen in Gang setzt. Also sowohl, was im Intro nochmal genannt wurde, wie die Grundsituation ist, dass dass halt sozusagen Gold immer noch sehr heiß begehrt ist, aber schwerer zu finden, dass die nun Alternativen gesucht werden und dann hast du ja nachher dieses, sobald das Experiment einmal gelungen ist, ne, dieser Anfang, oh, Freude, ja, Goldrausche, dit, ne, auf einmal ja die Banken fürchten einen Einstieg, Einfall, denn dann sozusagen die Börse, so wie es Konflikt runter, dann haben die ganzen Privatpersonen Aufstände hier, was hat er gesagt, in Spanien sind Aufläufe, Kämpfe, Straßenkämpfe in den USA,
New York. Was war denn dein Eindruck also sozusagen von dieser Grundproblematik und wie sie porträtiert wurde? Wie hast du dich wahrgenommen? Na, also es sind ja teilweise dokumentarische Aufnahmen, ne? Also das ist auch erstmal bemerkenswert. Und dann überlege ich, wann war Black Friday? Der Börsencrash war es 29? Also die Weltwirtschaftskrise ist doch gewesen schon, ne? Ja, 29 meine so. Ich auch. Ne? Also dass das mit realen Erfahrungen spielt sozusagen für die Zuschauer der damaligen Zeit auf jeden Fall. Und ja, also ich halte es für glaubwürdig, dass eben so ein relativ einigermaßen ausbalanciertes System plötzlich eben so eine 10-Kilo-Kugel reingeworfen kriegt und damit das Ganze völlig aus der Balance bringt und dass natürlich dann diejenigen, die es bisher regulieren, sagen so, naja, das geht jetzt so aber nicht. Und dass natürlich auch andere fürchten, also auch die normale arbeitende Bevölkerung, sage ich jetzt mal, sie befürchtet, ja, jetzt ist plötzlich alles nichts mehr wert und wie geht es weiter mit dem Geld und was bedeutet das für uns und diddelim. Dass da Existenzängste ja, aufkommen. Da müsste ja nicht sozusagen die reiche Gesellschaft mehr als ja, das weiß ich nicht. Ich habe so einen Denkfehler auch drin gehabt. Ja, die Reichen sind vielleicht nicht so viele, die können keine Massendemonstrationen durchführen. Weil ich denke so, der Arme, also der Durchschnittsbürger, der kann sich nicht unbedingt Gold leisten. Das heißt, der hat auch das sozusagen natürliche Rohstoffgold nicht gehabt. Also wird er sich das neue Gold auch nicht leisten können. Also das ist für die keine große Veränderung. Und diejenigen, die in Gold schwimmen oder die halt dafür haben, sind halt die Reichen. Und das Gold wird dann sozusagen im Wert gemindert, weil der andere das Gold eingeführt wird oder tatsächlich vielleicht so einen Wertewechsel versteht. Ja. Ne? Aber es wurde ja nochmal im Film nochmal aufgegriffen und erklärt dann von Hans Albers selbst, dass es ja natürlich die Welt ruiniert, wenn das passiert, weil dass es gerade Wills ist, der die Welt ruinieren will damit er selber besser dasteht. Ja, und dass dann die Reichen reicher werden und die Arme mehr ärmer. Und dass es aber auch anders gehen könnte, dass Albers sozusagen das mutmaßlich zum Beispiel dafür einsetzen würde, dass es allen besser geht, statt eben nur der Machtgierige, der es alles für sich will. Ja, wieso, wenn das sonst allen besser geht? Es gibt immer einen, der es kauft, produziert, und der andere, der es kauft. Ja, aber da finden sich Mittel und Wege. Das ist ja das, was dann die Arbeiter diskutieren, wenn der eine sagt, ja, wenn das jetzt losgeht mit der Goldproduktion, dann hole ich mir ein Haus und ein Auto und ein Fernrohr. Und warum dann ein Fernrohr? Ja, warum nicht? Ne? So ungefähr, ich kann es mir ja dann leisten. Und dann kommt aber dieses, wo der andere dann sagt, ja, und das, je mehr Gold produziert wird und je mehr du redest, kommt nur Blech raus. Ja, ist auch so. Ne? Haben, dann ist es ja nicht mehr wert. Na, vor allem dieser, nee, also ja, auch das, aber in dem konkreten Fall geht es ja darum, dieser Glaube des Arbeiters, wenn ich jetzt mehr arbeite und wir eben das alles erschaffen, kriege auch ich mehr, also mehr Arbeit gleich mehr Geld. Und der andere, der ihm sagt, ja, das glaubt man, mehr Arbeit, ja, aber du wirst nicht mehr bekommen. Du wirst weiter auf deiner Stufe sozusagen bleiben. Also der da ist wesentlich nüchterner und hier kommt dann meine Ideologie durch, wahrscheinlich auch realistischer betrachtet, dass der einfache Arbeiter davon nichts haben wird. Ja, was könnte das für eine Partei sein? Meine Gedanken, das, was ich so denke, dass wahrscheinlich wirklich nicht, dass die Umverteilung wird stattfinden von der Chef dieser Organisation ist, wird alles bei sich behalten. Punkt. Ja, aber das ist ja kein, genau, das sehe ich auch so, da stimme ich mit überein, deswegen denke ich halt so, gibt ja keine Veränderung. Also, ja, der kann dann eben einfach alles aufkaufen und alles damit vielleicht in gewisser Form bestimmen, ne? Dass dadurch dann diese Verschiebung stattfindet. Also er wird ja zu China. Ja, okay. Aha. Aber ja. Ja, aber für mich war das immer noch komisch, dass dann die ganzen einfachen Arbeiter schon sich da gekloppt haben auf den Straßen, bevor überhaupt das erste wirklich produzierte Stück da über den Tisch gegangen ist. Ja, aber das kennt man ja eigentlich so. Das ist eben so. Ja, Situationen heutzutage, kommen die Menschen auf die Idee, wir müssen schnell Nudeln, Reis oder was war Nudeln, Mehl und Klopapier kaufen. Klopapier war Wochenlang, und dabei war das überhaupt nicht notwendig und das ist einfach schon vorher passiert sozusagen. Ne? Aber ich gebe dir vielleicht grundsätzlich recht, das müsste man tatsächlich nochmal gucken, warum haben die Arbeiter und so jetzt alle Angst, also dass sozusagen die Großen, die Banken und so, dass die in Unruhe sind, weil die dann denken, naja, damit findet die Entfernung statt. Das verstehe ich, ja. Ist so ein Punkt. Aber oder genau, für mich ist dann wahrscheinlich tatsächlich auch dieser Reiz des Dokumentarischen, also dass da eben diese Originalaufnahmen eingeblendet wurden und diese Machart eben so, Zeitungsartikel einblenden und so, hat seinen gewissen Reiz, dass ich dann vielleicht in dem Moment auch gar nicht so doll darüber nachdenke, warum sind die jetzt eigentlich unzufrieden, was soll's? Produzieren? Aber welchen Spruch ich sehr gut fand? Das waren teilweise, glaube ich, auch, hatten sie auch immer gesagt, hier in den Goldminen, in Südafrika in den Goldminen gibt es Aufstände und sowas, das war, glaube ich, noch so ein Punkt. Ja, genau, also, die haben ja Angst um ihre Jobs, denn genau, das ist nachvollziehbar. Ob die anderen dann auch alle irgendwie in der
weit gefassten Goldindustrie tätig waren, müsste man jetzt noch. Ja, das würde ich dann aber bei New York und so bezweifeln. Da wird es keine Minen geben. Da sind dann die ganzen Börsen, die ganze Wall Street. Ja, das wird wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Ja, aber also ich weiß, den Spruch, den ich auch sehr, sehr gut fand, das war auch von dem einen Arbeiter beim Mittagessen, der dann halt auch meinte, ja, da kann ich mir ja auch einfach eine Maschine hinstellen, Geld drucken und, genau, das ist kein Unterschied. Und das ist ja kein Unterschied, das Gleiche. Das fand ich sehr schön gemacht, weil das stimmt. Ja, genau. Also das ist, also kann man fragen, ist das nicht ein bisschen so eine populistische Frage oder eben sehr zugespitzte Frage? Wie viel Wahrheit steckt eben drin? Und an gewissen Punkt stimmt das wohl, aber nee, nicht aber. Punkt. So. Ich fand das einen sehr treffenden Vergleich. Hm? Das war sehr schön bildlich. Ja, auch sehr nachvollziehbar, ne? Also, sag ich mal, auch für uns einfaches Publikum, jetzt theoretisch auch die den Film gucken, so als nochmal Anmerkung. Ja. Und was war das zweite Thema, was du unbedingt noch anbringen Ja, ich habe jetzt beide schon daran gebracht. Ich wollte einmal über den Weg reden, deine Motivation. Das war relativ schon abgegolten, weil du mir zugestimmt hast. Und dann habe ich nochmal auf dieses weltliche Szenario meinen Bezug nehmen wollen. Und da war gut. Also ich fand ja im Finale auch den Actionanteil oder die Inszenierung der Action sehr interessant, wenn dann eben so mit Licht und Schatten gearbeitet wird. Das kommt im Film allgemein auch durch. Und wenn dann aber eben gerade im Finale, wenn dann die Arbeiter weglaufen und dann ist mal dieses Blitzartige, ne? Wenn sie in diesem Gang sind und hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel, das einmal, finde ich, erzeugt schon eine gewisse Spannung. Und dann auch, wir haben es ja einmal schon zum Anfang, wenn Achenbach und Albers in dieses Visier gucken, dass dann natürlich auch die Augenpartie nochmal so schön ausgeleuchtet wird und Wilkes, der dann so quasi manisch wird und natürlich, er ist der Böse, deswegen muss er jetzt so halbwegs durchdrehen und hört nicht darauf, dass er noch gerettet werden könnte. Das muss man ja auch sagen, Albers ruft noch nach ihm, Wilkes, jetzt kommen sie, ne? Die Maschine fliegt in die Luft und stattdessen der Wilkes, der dann eben da durchguckt und dann auch noch reingeht in die Maschine, war mein Eindruck, ne? Er macht die Tür auf und geht da rein und dann fliegt alles in die Luft. Also in der heutigen Zeit wird das ja immer gerne als Motiv genommen, dass der verrückte, der geldgierige Wirtschaftler, der sozusagen sich nicht von seiner Geldquelle lösen kann, da macht er es gemeinsam Beruf, dass er ja auch so macht. Aber ich fand, das war nicht so erfolgreich transportiert in dem Film. Deshalb wurde besser nachgeahmt in den späteren Filmen, fand ich. Ja, aber ich fand auf jeden Fall so zwei, drei Momente, ne, weil er dann auch so zerzauste Haare und eben so stark ausgeleuchtet Partien des Gesichts und so. Das ist für mich schon wieder so der Teil, wo ich dann atmosphärisch auf jeden Fall wieder ein bisschen besser drin bin. Also ich muss zum Beispiel auch sagen, der Film hat durchaus so ein bisschen Gemütlichkeit drin. Also wenn Hulk sozusagen nach seiner Genesung wieder auf den Beinen ist und seine Frau spielt, das geht alles noch so. Und dann kommt so diese Schifffahrt und dann wieder Schifffahrt ist so ein bisschen so, oh ja, könnte jetzt auch vorbeigehen, weil ja irgendwie grundsätzlich schon so halbwegs klar ist, wie die Aktien so verteilt sind und wer welche Position hat so ungefähr. Auch wenn es dann so in die Basis geht und wenn Florence auf der Fläche auftaucht, finde ich, dann packt er mich auf jeden Fall mehr so auf einer ganz. Ja, muss ich auch sagen, Florence hat mir auch neues Leben eingeschöpft vom Gucken. Ich muss aber auch trotzdem sagen, ich fand das bei dem Film sehr schön, ich fand die Tonmischung recht schön. Ich fand es schön, dass ich jeden Darsteller verstanden habe ohne Probleme. Wahrscheinlich haben die Hörer gar nicht das Problem, aber für mich ist das immer sehr relevant, der Part bei einem deutschen Film. Ich hatte heute nicht einmal den Gedanken gehabt, gibt es deutsche Untertitel. Das habe ich, denke ich, uns jedes Mal. Fand ich sehr, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das auch sehr kurzweilig. Ich fand das Spiel auch sehr natürlich. Also mir hat das wirklich, ich fand ihn wirklich kurzweilig. Ich fand, er war deutlich besser. Ich kann nicht sagen, was ich erwartet habe, aber ich habe nichts erwartet. Aber ich bin positiv überrascht, sagen wir es mal so. Also das ist ja, also und er war auch ganz anders als der schwarze Bildschirm, den ich vorher von mir gesehen habe, weil ich hatte wirklich keine Erwartung, ich hatte auch keine Ahnung gehabt. Aber ich war auf jeden Fall deutlich lebendiger und ich fand es schön mit dem Rachedrama, weil ich diese Rache-Thematik immer sehr, sehr gerne sehe. Das kann ja auch viel ausmachen. Also ich finde es überraschend, dass du sagst eben mit kurzweilig, weil der ging ja wirklich fast 2 Stunden. Ja, fand ich, da kamen wir andere Filme, die geguckt haben, die kürzer waren, kamen mir deutlich länger vor. Ja. Fand ich, also ich finde, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn einer aus der Zeit gucken möchte, würde ich auf jeden Fall sagen. Greif zu Gold. Ja, gib mal Gold eine Chance, ja, das lohnt sich. Doch, würde ich schon sagen. Genau. Und das ist aus meinem Mund, das will was heißen, ne? Und sogar mit einem, wo du den Darstellernamen jetzt vielleicht mittlerweile merken wirst. Der Hans Albers, den Namen kenne ich. Ich habe vergessen nur mal sein Gesicht. Und immer, wenn ich sein Gesicht sehe, denke ich immer so, der hat so ein einprägsames Gesicht. Wieso kann ich mir noch langfristig nicht abspeichern, dass das Hans Albers ist? Ich kenne das Gesicht, ich kenne den Namen, aber ich merke mir nicht, dass das er ist. Verstehe ich auch nicht. Mein Gehirn ist manchmal auch ganz komisch. Ja, ich überlege gerade so, die ganzen technischen, inszenatorischen Geschichten habe ich, glaube ich, das angesprochen, was ich wollte.
Auch das war noch so ein schönes Klischeebild, wo dann einmal, also wenn Werner und Florence ihren ersten Abend miteinander verbringen, und dann kommt so einmal die Aufnahme von außen, wie im Haus langsam alle Lichter ausgehen, ne, weil es halt spät wird und die dann eben sozusagen immer noch aufeinander hocken. Und da fand ich die Szene mit dem Butler so geil, der mit unserem Doppelgänger ist, der Doppelgänger, der schon stundenlang wartet, ob das Schiff jetzt noch fährt oder nicht. Und dann kommt der Butler so, na gut, dann lass ich sie jetzt mal allein. Dann setzt plötzlich Musik ein, der Butler dreht sich um. Oh, naja, wenn jetzt sogar noch Musik gespielt wird, bringe ich ihm doch besser einen Whisky. Die Florence hat ein Grammophon und über 3000 Musikstücke. Es kam auch wieder so relativ trocken rüber gespielt halt und auch so ein bisschen unerwartet. So dieses, na, dann bringe ich ihm besser einen Whisky. Die hat schließlich 3000 Schallplatten. Ja, ich Flasche trinken, ne? Ja, das habe ich angeschaut, die Zentralen so und dann Thematiken. Wie gesagt, auch, also auch da kann ich, weil er einfach noch ein bisschen mehr drauf hat, gestehe ich ihm zu, dem Herrn Georg Seeslin, dass der ein sehr schönes Booklet verfasst hat. Fand ich sehr informativ, sehr zum Weiterdenken anregend, was eben so diese Thematik angeht, wie viel Nazi-Ideologie steckt hier vielleicht drin, was ist aber vielleicht auch so einfach in Anführungszeichen normaler Unterhaltungsfilm, was sind so Schnittstellen, kann man den sozusagen völlig unbeschwert gucken oder sollte man sich manchmal überlegen, na, haben wir jetzt schon zwei, drei Mal so erwähnt hier, dieses, ne, es ist eben der Deutsche und das Böse im Ausland und die Finanzordnung soll gestürzt werden und so und naja, wie viel Propaganda steckt da eben vielleicht schon drin und so und all dieses. Deswegen würde ich auch sagen, ich bin soweit, glaube ich, ganz gut durch mit dem Film, mit dem, was ich so sagen wollte. Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob es wirklich der einzige Science-Fiction-Film ist, des Dritten Reiches. Auch das sei an dieser Stelle nochmal empfohlen. Die Doku Hitlers Hollywood gibt es, ich glaube, hierzulande gibt es die als DVD und es gibt in England bei Eureka, bei den Masters of Cinema auf Blu-ray das Ding und da ist dann auch von Caligari zu Hitler sozusagen die Doku-Essay-Film auch von Rüdiger Suchsland zum eben Weimarer Kino vor allem und für mich ja sowieso, der dann da sitzt mit Stift und Zettel, beziehungsweise mit Handy und Letterboxd-App und ja, das auf die Watchlist, den Titel, aha, kenne ich auch nicht, auf die Watchlist, aha, auf die Watchlist und hatte die ja beide mittlerweile schon wieder ein paar Tage mehr her, aber hat die beide geguckt gehabt, nachdem ich mir die bestellt hatte, jetzt hier vor ein, zwei Monaten. Und dann so ein paar Mal gedacht, ah, den habe ich mittlerweile gesehen. Den habe ich mittlerweile auch gesehen. Ah ja, stimmt, das, was er da so sagt, ja, würde ich so grob zustimmen und so. Also wieder mit neuen Augen diese Dokus gesehen. Fand ich beide sehr empfehlenswert, einfach um vielleicht auch mal so einen gewissen Überblick zu kriegen und weil er sich eben, weil er ein paar ordentliche Thesen vorlegt und dadurch natürlich dann man selbst quasi aufgefordert wird, sich auch Gedanken zu machen, so stimme ich dazu. Im Fall der Fälle kenne ich diese Filme überhaupt, das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt. Oder was sehe ich eben anders und wo würde ich vielleicht auch nicht zustimmen und solche Geschichten. Ich habe dafür so wenig Erfahrung, da irgendwie urteilen zu können. Aber du sammelst ja, wir haben ja jetzt schon in den letzten Monaten viel Erfahrung in Form von Filmen gesammelt, so durchgehen durch die Zeit. Das habe ich auch gerade gedacht, dass man doch tatsächlich, für das ist ein Thema ist, was jetzt nicht unbedingt in meine Einflugschneise liegt, ich da doch schon langsam ein paar Sachen da vorweisen kann. Ja, und jetzt hatten wir sogar einen Film, der dir gefallen hat, den du sogar empfehlen würde. Wenn das nichts ist. Also jetzt in dem Rahmen. Man muss ja direkt auch. Deckel drauf hier. Naja, man muss ja schon, also das geht gehört einfach nicht so zu meinen Vorlieben, ne? Das, aber davon ab. Aber das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber schon jetzt, klar. Also im Vergleich zu anderen Filmen und so fand ich den schon deutlich besser. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde den grundsätzlich auch empfehlen, Sternbewertung, ach, könnt ihr dann gucken, was ich bei Letterboxd noch so für zwei Zeilen hinschreibe. Ja, auf Letterboxd werdet ihr mich nicht damit finden, weil ich nur meine asiatischen Sache da bewerte, weil ich da eine höhere Chance habe, dass ich die nochmal gucken werde. Ja, dann würde ich sagen, war es das zu Gold? Sag ich, du möchtest noch Bronze, Silber, irgendwas erwähnen? Ja, gerne. Was haben wir denn noch auf dem Zettel stehen? Nee, ich meine jetzt zu dem Film noch. Nö, ich habe gedacht, meine Lobeshymne, die dann irgendwie auch wieder kaputt gemacht wurde, die war eindeutig. Lass uns mal voranschreiten zur Preisverleihung. Ich habe ja noch so ein paar Sachen hier aufgeschrieben und angekündigt zu Beginn dieser Folge, das Drumherum. Ein bisschen so Rückmeldung zu unserer letzten Folge, beziehungsweise Rückmeldung allgemein eher. Gab es bei Twitter und zwar hat uns Dennis nice sehr viele Filmwünsche mal wieder
mit auf den Weg gegeben, hat filmschaffende Filmemacherin erwähnt, wie Max Ophüls, ich weiß gar nicht, ob ich das Deutsch oder Englisch aussprechen muss, Albert Levin, den Franzosen Jacques Becker, die Ungarin Marta Mecharos, wenn man sie so ausspricht, Alan Dwan und auch nochmal verwiesen auf Paulenis Wachsfigurenkabinett. Und Paulenis Wachsfigurenkabinett ist ein, den ich auch so ein bisschen im Auge habe. Auch da wieder das Thema Veröffentlichung ist hierzulande erschienen über Arte Edition. Und im Ausland gibt es jetzt, oder kommt im November, glaube ich, raus. Hätte ich nochmal nachgucken sollen, verdammt. Da erscheint auch bei Eureka Masters of Cinema Waxworks, Paulenis, das Wachsfigurenkabinett. Ein früher, ja, wahrscheinlich doch Horror, vielleicht heute eher Gruselfilm und nicht mehr blanker Horror. Und habe dann auch überlegt, no, vielleicht ist der ja im nächsten Jahr dann mal mit auf der Wiederaufführungsliste. Daneben war noch der Sonntagssoziologe, ich glaube auch schon ein langjähriger Hörer, der hat doch gemeint, einfach mal so aus dem Nichts, The Drawn Man's Contract, der Kontrakt des Zeichners von Peter Greenaway, dass wir uns den noch mal vorknüpfen könnten. Sagt dir der Filmtitel Kontrakt des Zeichners und oder Peter Greenaway was? Nein. Gar nicht? Also komplett gar nicht im Sinne von Peter Greenaway schon mal gehört? Oder? Sollte man das was sagen? Wenn ja, ist das ein deutscher Film? Also Peter Greenaway ist jetzt für mich kein grundsätzlich deutscher Name. Nein, nee, ist, ich kenne ja, kenn ja nur englische Titel ist, immer. Ist, ja, sag mir mal die englischen Titel, dann sage ich dir, ob ich kenne. Contract. Kann sein. Also ich kenne eigentlich, also mir ist Peter Greenaway, habe ich schon von gehört von diesem Menschen, habe aber von dem noch nichts gesehen gehabt. Und Kontrakt des Zeichners habe ich in dem Sommer auch schon mal gehört, den Titel aber nicht gesehen. Müsste ich mir jetzt angucken, habe ich jetzt kein Bild vor Augen. Naja, genau. Also das ist übrigens auch gleich der versteckte Hinweis, wenn ihr mit uns Kontakt treten wollt, könnt ihr es zum Beispiel machen über Twitter. Da sind wir @wiederaufhürk oder ihr sucht einfach nach Wiederaufführung, dann wird @wiederaufhürk auch ordentlich angezeigt. apropos Twitter, das Thema Themenmonate, Thema. Aktuell noch wenige Stunden. Das ist mein Lieblingsthemenmonat. Der Soultember läuft noch. Ja, wenige Stunden. Ja. Denn es ist eine Mischung, ihr habt es schon erraten, aus September und Soul. Es geht darum, dass man sich südkoreanische Filme anschaut. Nein, allgemein koreanische Filme. Also Rinke macht da keine Unterscheidung zwischen Nordkorea. Er sagt immer, man kann Nord-, Süd-, Ost- und Westkorea gucken und Hauptsache Spaß haben. Und ja, das ist jetzt das zweite Jahr tatsächlich mit dem Thema heute und ich liebe ihn abgöttisch und liebe Grüße an Rinko, ich freue mich, dass du es gemacht hast. Ich bin ganz begeistert bei. Ja, also es ist jetzt so, in der zweiten Monatshälfte habe ich gefühlt, oder habe ich bei Twitter immer versucht, jeden Abend so nach der Arbeit dann immer, hier suchst mal nach Hashtag Soultember und klickst alles durch und machst überall gefällt mir. Habe ich dann auch ein bisschen schleifen lassen, aber ich hatte auch das Gefühl, es war dann, das kennt man ja auch meistens so, dass nach zwei Wochen so entweder die Luft raus ist oder viele auch quasi ihre Filmliste durchhaben, ist ja offiziell auch, glaube ich, ne, 4 bis 7 Filme. Ja. Ja, 4 bis 7, ja. Oder 3 bis 7 und die 4 soll man nicht machen oder so rum irgendwie. Na, wie auch immer. Also ich habe bisher 4 Filme geschafft, 2 habe ich eigentlich noch offen. Und über die werden wir aber ausführlich reden in der Serienoase, ne? Genau. Ich überlege jetzt gerade, jetzt wo du das zusammengefasst hast, red mal entspannt weiter. Ich gucke mal, wie viel ich geguckt habe. Also ich habe zum Beispiel geschaut, in der ARD-Mediathek ist Meine Brüder und Schwestern in Nordkorea. Das ist die TV-Fassung, die geht knapp 90 Minuten von Meine Brüder und Schwestern im Norden. TV-Fassung heißt in diesem Fall knapp, ich glaube, rund 20 Minuten weniger als die Kinofassung. Ich habe den Film damals, ich glaube, bei uns war sogar mal die Regisseurin im Kino zu Gast. Auf jeden Fall, der ist noch bis Ende Januar nächsten Jahres in der Mediathek, kann man also auch außerhalb des Soultember noch gucken. So ein Einblick eben in Leben in Nordkorea, natürlich durchaus mit Auflagen und Vorgaben versehen. Ich habe endlich mal JSA, Joint Security Area von Park Chan-wook gesehen. War eine sehr, sehr bewegende, tolle Erfahrung. Ich habe den alten Film Yo Island oder Yodo, Yeo, der scheint da irgendwie mehrere Begriffe für diese Insel zu haben gesehen. Es gibt nur eine Schreibweise, das sind alles nur Transkriptionen. Der auch, ich bleibe bei dem Begriff, interessant war. Auf jeden Fall eine Erfahrung, war nicht immer leicht, aber war schon, ich glaube, da steckt ziemlich viel drin, so auch über die Gesellschaft. Ende der 70er so. Ja, damit kriegst du mich ja immer, ne? Also das ist ja, ja Gesellschaftsanalyse, das ist ja immer meins. Wir waren im Kino.
Zu BTS, Break the Silence. Ja, wenn du das schon erwähnst, kann ich sagen, ich habe vor mir nochmal Burn the Stage geguckt, den ersten. Ja, und ich möchte auf jeden Fall, den haben wir natürlich, wie das so ist, selbst in unserem Mainstream-Kino kam dieser Film koreanisch mit deutschen Untertiteln. Also das ist das echt, eine Doku. Das ist echt eine Sache, wo ich sagen muss, ja, ist auch ohne Witz, ne? Man kommt, die Leute können BTS mögen oder nicht mögen, obwohl ich mir denke, weil ich mit dem Chef, ich muss ihn mögen, aber weil sie einfach so wirklich liebenswerte Jungs sind von der Darstellung. Aber ich finde einfach, es grandios, dass wenigstens BTS die Einzigen, die es geschafft haben, ein Mädchen im Kino mich endlich mal hinsetzen zu können und auch mal koreanische Originaltitel sehen zu können. Also ganz ehrlich, egal was BTS da machen würde, ich würde da reingehen, einfach nur, damit ich das erleben kann mal. Ja. Also, das nächste wird dann für dich wahrscheinlich Peninsula im Kino, ne? Kang Dong-won, das ist meine, das ist mein Liebling. Ja, also Soultember, ja, Aktion eben im September koreanische Filme zu schauen und mit dem Hashtag Soultember eben bei Twitter rumzulaufen oder vor allem auch bei Letterboxd und so ein paar Eindrücke zu den Filmen zu hinterlassen. Und das Ende des einen Monats ist der Beginn des nächsten Monats. Also ich finde es schön, dass du mich komplett ignoriert hast jetzt in der Hinsicht, möchtest weil ich natürlich auch gerne was sagen möchte zu dem Thema, außer dass es mein Lieblingsthema ist. Also ich habe jetzt mal durchgezählt, ich habe insgesamt 10 Filme geguckt, ich bin stark gestartet, habe zum Schluss gar nichts mehr gemacht, großartig, muss ich ehrlich sagen. Und habe aber jetzt, wenn ich die 10 Filme durchgucke, habe ich 4 Musikdokus geguckt. Einmal über Big Bang, das Made-Album, dann einmal über Kwon Young, also G-Dragon, die 2017er Tour und dann noch 2 BTS-Filme Burn the Stage und Break the Silence, die ich auch im Kino geguckt habe. Und auf jeden Fall, was ich jetzt auf jeden Fall noch sagen möchte, was ich auf jeden Fall gesehen habe, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, dass er es wirklich guckt, weil es 2 wunderbare Filme waren. Warum das so ist, werde ich in der Sendung also näher erklären, aber Miracle in Number 7 ist ein sehr schöner Film gewesen, der auch im asiatischen Rahmen wirklich in vielen Ländern auch wieder schon das Remake verfilmt worden ist und auch sehr positiv angekommen ist und wirklich eine ganz tolle, also wirklich ein wunderschöner Film ist, wo Komik und Tragik unglaublich nah beieinander liegen und der mich sehr, sehr emotional ist, der mir unter die Haut gekrochen, also wirklich ein Meisterwerk. Und auf jeden Fall noch Ode to My Phase, auch ein Porträt, Familienporträt, sag ich jetzt mal, über einen jungen Mann, also man erlebt halt seine ganzen Lebensphasen, der halt im Koreakrieg aufwächst und nachher selber in den Vietnamkrieg muss, die Militärdiktatur miterlebt und dann halt auch die Kapitalismus und die Demokratisierung miterlebt in seinem Leben und auch ein wunderschöner Film. Also wurde mir schon sehr, sehr oft empfohlen. Ich habe den immer rausgeschoben. Jetzt frage ich mich natürlich wieder, warum. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist immer so. Das kennen wir doch alle. Also und mehr dazu in der Serienoase bald, demnächst in ein paar Tagen. Genau. Und das Ende von einem ist der Anfang eines neuen. Ja. Der Oktober steht vor der Tür. Und der Oktober ist seit Jahren bekannt für solche kleinen Aktionen wie den Schocktober. Es gibt den Hooptober, da bin ich aber nicht sicher, ob der wirklich im Oktober erst losgeht. Und es gibt vor allem hier in Deutschland den Horror-Oktober, initiiert und veranstaltet quasi von der Cinecouch. Dieses Jahr ist es der Age-20-Oktober, also wie Halloween Age-20. Was heißt das? Ich gucke für den ganzen Filmtag den Josh Hartnett-Film an? Und 20 jeden Tag? So, auf jeden Fall, finde ich. Also ich meine, irgendwann wird es wahrscheinlich eine schlechte Idee, aber grundsätzlich würde ich da erstmal kein Veto einlegen. Das war auch einer der Filme der Reihe, mit denen ich, glaube ich, damals eingestiegen bin. Ja, ich fand den überraschend. Oh, ich finde, der wird oft zerrissen, aber ich mag den wirklich gerne. Also der kam einfach auch, glaube ich, mit in dieser Teen-Slasher-Phase. Ne? Ist ja, der von so 98? Oder ist der ja, 98 96? So, ja genau. Ja, so Scream so ist gerade da. So Faculty und Age-20, das kam so alles. Josh Hartnett ist gerade auf dem... Hat auch noch die coole Siegfrisur, also muss ja irgendwie mit Faculty irgendwie zeitlich da zusammen gewesen sein. Ja, genau. Also die Horror-Oktober ist normalerweise 13 Filme im Oktober, 13 Horrorfilme im Oktober schauen. Es wurde dann seit ein paar Jahren, ist aber auch mehr so ganz allgemein Medien konsumieren, also auch Hörspiele, Bücher und ähnliches. Und 13 ist schon eine sehr ambitionierte Zahl. Ich weiß, dass ich es auch selten geschafft habe. Ich mir gerne mal Listen gemacht habe und dann hinterher drauf geguckt habe und gedacht habe, naja, zum Glück wäre die Hälfte nur ein Wiedersehen gewesen. Und keine aber ich neuen weiß, Filme. Das eine Jahr hast du gemogelt und hast du Supernatural die Staffel geguckt. Da hast du es dann geknackt. Ja, ich habe ja auch aber ein Jahr habe ich hier mit den Mini-Beiträgen das gemacht. Und für dieses Jahr habe ich mir einfach nur vorgenommen, ach, ich gucke wieder Eerie Indiana. Sehr schön. Ich habe ja einmal geguckt, die Fernsehjuwelen, DVD, Filmjuwelen, Fernsehjuwelen. Hast du, nimmst du teil, wirst du das verfolgen? Ich hätte noch nicht nachgedacht, ich spule jetzt gerade noch. Es sind ja noch zwei Tage Zeit bis Oktober. Aber der Punkt ist, wenn ich so drüber nachdenke, wenn die Filme, die ich mir zuletzt auf meine Watchlist auf die Letterbox gesetzt habe, sind alles Horrorfilme und da habe ich noch gedacht, oh, ich gucke ja selten Horrorfilme aus Korea.
Das wäre jetzt vielleicht ein Moment, mal das mal zu machen. Ne? Kann ich auch nicht sagen, ob ich einen Timer nehme, weil für mich, ich bin... Du machst dann den super Hashtag, also Soultember meets Horror Oktober. Ja, das kann tatsächlich passieren, dieser Übergang, aber ich glaube nicht, dass ich groß aktiv teilnehmen werde. Das liegt aber auch daran, dass Oktober, nachdem jetzt durch Corona die ganze Zeit Flaute war, alle brillanten K-Dramas, neuen Serien, also der Oktober ist einfach eine Überforderung pur. Da kommen nur gute Sachen raus, da weiß ich jetzt schon nicht, wie ich das machen soll, schlafen soll und was anderes gucken soll als das. Da bin ich auch überfordert. Aber ich wollte noch was anderes sagen, da bin ich jetzt komplett von abgekommen. Ich wollte noch sagen, ich weiß jetzt, dass die Frage kommt jetzt aus dem Nichts und ich wahrscheinlich überfordere dich damit, aber vielleicht habe ich ja Glück und du kannst darauf antworten. Weißt du zufälligerweise, nein, ob Gruselgrauen Gänsehaut die vierte Staffel schon draußen ist? Wenn du gerade bei Ivy und Jana bist, dann kann man ja mal kurz weiterhüpfen. Gib mir mal einen Stift, das schreiben wir auf, das gucken wir nach der Folge nach. Das habe ich definitiv jetzt. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, dass ich nochmal alle Staffeln zusammenkriege. Ja, das wäre geil. Könnte man dann auch wieder ein bisschen machen. Ja. Du hast angefangen mit Ivy und Jana. Alles, was wir übrigens jetzt sogar so im Nachklapp hier so besprechen, werde ich hoffentlich auch ein bisschen entsprechend in den Shownotes verlinken, in den Folgenbeschreibungen. Könnt ihr also auch da alles nochmal nachlesen, nachgucken. Es ist vorbei. Das Cinematic Smash Team Tournament. Ach, ich wollte gerade sagen, was vorbei. Ich habe jetzt von echt reingekriegt. Wir waren dabei im Finale. Wir haben mitgemacht, sind angetreten auf unserem Weg zum goldenen Doppelflaschenmikrofon. Und dann mussten gegen Team Gender Chief antreten. Die Folge ist jetzt schon ein paar Tage raus. Ich möchte auch kein Geheimnis draus machen, wie es ausgegangen ist, glaube ich. Na, ich glaube, jetzt wissen es ja alle, ne? Ja, gibt vielleicht auch Leute, die uns einfach so jetzt hier vielleicht zum ersten Mal hören und denken, was? Ja, und dann starten wir gleich mit einer. Ja, verraten wir einfach, ja, es hat nicht gereicht. Aber wir haben trotzdem gekämpft. Ziel, wir haben zum Schluss gekämpft. Das große Ziel haben wir nicht erreicht. Wir sind mit 2-1, mit einer Führung, mit dem sehenswertesten Führungsargument überhaupt sind wir in die Blitzfragerunden gegangen und dann habe ich mich bei ein paar Argumenten verhaspelt. Die Absprachen haben nicht ganz hingehauen. Wir haben eine feste Strategie gehabt, die vorher immer funktioniert hat und die wurde dann tatsächlich irgendwie torpediert von meinem eigenen Teammitglied. Aber das ist also egal. Ist jetzt nicht so, dass einer nur hier dieses Ding verbockt hätte oder so. Nee, dafür bist du ja bei den anderen Sachen stärker. Das ist ja okay. Du hast mir nur meinen Vorteil genommen. Naja, also auf jeden Fall haben wir dann in den Blitzfragerunden sind wir dann erfolgreich abgeschmiert und haben uns Silber gegönnt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ohne mich jetzt hier entschuldigen zu wollen, bei der einen Frage habe ich akustisch überhaupt nicht mitgekriegt, dass sich das Thema geändert hatte. Ja, das war halt ja, und wie gesagt, ich hatte es ja in der... Als wir das auch gemacht haben, haben alle gleichzeitig geredet. Ich habe das überhaupt nicht mitgeschnitten. Das fand ich auch... Bei der Aufnahme, was aber nicht veröffentlicht worden ist, hatte ich es ja schon gesagt, gegen Trump haben schon ganz andere verloren. Und ich befürchte, wir werden in diesem Jahr nicht die Letzten sein, die gegen ihn verlieren oder wegen ihm verlieren. Nichtsdestotrotz war es eine total schöne Sache, das ganze Turnier. Hat sehr viel Spaß gemacht. Empfehle euch also quasi das ruhig nochmal nachzuhören. Vielleicht auch das noch ältere, die Cinematic Smash Brothers und Cinematic Smash Sisters Staffeln so durchzuhören. Ja. Ich fand es auch spaßig. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es lustig. Ich finde, es ist echt teilweise wirklich schwer, so spontan manchmal zu antworten oder jetzt auf alles reagieren zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Training. Habe dadurch viele neue Filme gesehen, die... Kannst du nicht sagen, dass du die nicht alle gucken wolltest? Von denen ich, glaube ich, keinen einzigen sehen wollte, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich mache ja nur aus meiner Filmleidenschaft für internationale Sachen kein Hehl und ich gucke ja auch wirklich aus wirklich fast jedem Land. Auch ich habe, okay, jetzt ist ja nur Asien sehr auf Ostasien ausgerichtet, aber ich gucke ja von allen möglichen Ländern was. Und die ich jetzt nicht groß erwähne. Und ich bin einfach, für mich ist einfach nur immer die Enttäuschung, wenn es extrem amerikalastig ist, weil es gibt so viele tolle Länder und auch gerade in Europa ganz viele tolle Länder. Es gibt auch in Nordafrika ganz viele tolle Länder, die wirklich schöne Filme produzieren, dass es immer auf USA geht. Und das war genau das. Und dann natürlich auch mit Genres, die bei mir komplett auf der...
auf der Blacklist sind. Das war natürlich ein unglücklicher Moment. Aber es war trotzdem haben wir mitdiskutiert und es war alles schön und gut. Und es tut mir leid, wenn das jetzt so negativ klingt. Aber es gibt auch andere Länder als die USA, wenn man Filme guckt. Und man muss nicht nach Asien gehen, aber man kann alles andere mal probieren. So. Also das Cinematic Smash Team Tournament Finale, ich glaube, es ist durchaus hörenswert, auch wenn man weiß, wie es ausgeht. Dann nochmal zurückzukommen auf unsere vorherige Folge, die Erbin. Da ist immer noch die Verlosung aktiv. Bis zum 31. Oktober könnt ihr eine gebrauchte DVD, so ehrlich will ich natürlich sein, von die Erbin bekommen. Und alles, was ihr tun müsst, ist auf wiederaufführung.de gehen zum Beitrag von, also zu der Folge die Erbin und da einmal kommentieren und uns verraten, was euer liebster Classic Hollywood Film ist oder sein könnte oder was ihr da so kennt, nicht kennt. Genau. Dann habe ich noch ein paar Termine, denn nach langer Zeit, eigentlich war es im März 2020 geplant, sollte Ran in der Livu-Schatzkiste laufen, wo ich dann wieder wie relativ gewohnt eine Einführung gegeben hätte, aber dann kam eben Corona und die Kinos mussten zumachen, unter anderem die Kinos haben zugemacht und jetzt ist es wieder geöffnet und jetzt endlich, hoffentlich, am 11. Oktober, 16.30 Uhr in Rostock, in der Frida 23 im Livu, stelle ich vor Akira Kurosawas Ran als schickes 4K-DCP. Bei der Einführung muss ich mal gucken. Die könnt ihr eigentlich auf YouTube schon gucken. Die habe ich damals noch so halbspaßig aufgenommen, damit man mal so einen Eindruck kriegt, wie das so aussehen könnte. Ob ich mir dann jetzt nochmal neue Anekdoten raussuchen, ob ich das nochmal hinkriege. Gibt es da schon eine Wiederaufführungs-Podcast-Folge? Eine Wiederaufführungs-Folge nicht. Das wäre theoretisch. Ja, gut, aber wenn wir den gucken oder eine Podcast-Folge machen, zählt das dann automatisch in Mainz rein, weil es Asien ist? Oder ist es dann. Genau, also auf jeden Fall, es gibt zwei Termine für Ran. Am Sonntag, den 11. Oktober 16 Uhr 2020. 16.30 Uhr in der japanischen Originalfassung mit Untertiteln und eine Woche später am Sonntag, den 18. Oktober 2020, auch um 16.30 Uhr kommt dann einmal die deutsche Fassung und hier in der Folgenbeschreibung verlinkt sein wird dann einmal das YouTube-Video mit der quasi Einführung, die ich da schon mal im März vorbereitet hatte. Noch ältere Filme gibt es aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen, allerdings auch nur bis zum 18. Oktober, also noch knapp zwei Wochen, denn zum Start der dritten Staffel von Babylon Berlin hat die ARD jetzt einfach mal ein paar Filmklassiker der 20er Jahre, es sind auch ein paar aus den 30ern dabei, in die Mediathek aufgenommen. Da ist dabei Frau im Mond von Fritz Lang, den wir direkt in unserer ersten Folge besprochen haben. Die Büchse der Pandora habe ich immer noch nicht gesehen. Aschenputtel von Lotte Reiniger, also ein Scherenschnittfilm. Menschen am Sonntag ist dabei, dann der Oberkracher M, eine Stadt sucht den Mörder, von uns besprochen in Folge 93. Tagebuch einer Verlorenen kann man sich angucken, man kann sich angucken die frühe Verfilmung von Berlin Alexanderplatz. Es ist dabei Dr. Mabuse der Spieler und Dr. Mabuse Inferno. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist dabei Der letzte Mann, kann ich nur empfehlen. Und für das Ende gehören die Produzenten bis heute noch aus der Stadt gejagt. Der blaue Engel war heute schon ein bisschen Thema. Auch der ist ansehbar in der ARD-Mediathek bis 18. Oktober. Kann ich nur empfehlen. Von uns besprochen ausführlich in Folge 125. Und auch der Film, über den wir heute auch schon mal kurz gesprochen haben, wegen Brigitte Helm, Metropolis, den ihr Christian zu Gast bei Jan war es, glaube ich, hören könnt in unserer Ausgabe Nummer 96. Jo. Das war dieser Tipp. Dann noch der Hinweis, ein weiterer alter Film für Leute, die sich noch Filme zu Hause in Regal stellen wollen. Eine Blu-ray von Der letzte Mann erscheint am 23. Oktober von der Murnau Stiftung. Ich werde wahrscheinlich zuschlagen und dann die alte DVD in Rente schicken. Das war der Terminteil. Bing, bang, bong. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Max hört Podcast, die lose Ich würde auch gerne Podcast-Vorstellung. Aber bevor wir zu Max für Podcast kommen, möchte Carly gerne noch was sagen. Ich möchte nur, weil du jetzt die ganzen Termine so rausfeuerst und die Empfehlungen, ich möchte, dass die Leute nicht überfordert sind und dementsprechend nochmal kurz abschalten können. Nee, und zwar hatte ich ja, ich glaube, in der letzten Folge war, glaube ich, die Erbin, ne? Da ja. habe ich ja ordentlich gerantet, dass ich Disney nicht, Mula nicht sehen kann und mit den Superheldenfilmen. Also mit den Superheldenfilmen bin ich auf gar keinen Fall zurück, aber ich kann sehr schnell sagen, durch einen glücklichen Zufall habe ich Mulan jetzt gesehen. Das hat sich ehrlich zufällig ergeben und ich muss an dieser Stelle sagen, ja,
Ob man ihn gesehen hat oder nicht gesehen hat, das bleibt sich einerlei. Ich glaube, dass der Film ein paar schöne Sachen bietet auf jeden Fall, aber ich finde, wenn man auch nur ein Fünkchen Wissen um chinesische, japanische und auch, ich weiß nicht, was das für eine Mischform da sein sollte, Kultur der hat, der könnte Probleme beim Genießen kriegen. Ja, das möchte ich an dieser Stelle sagen, das Make-up in diesem Film ist katastrophal. Ach, wenn es nur das ist. Ja, und ja, ich war ernüchtert, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich war wirklich ernüchtert. Ich glaube, ich werde jetzt erst meine Pause von Disney einlegen, nachdem Max mich heute nochmal an einen dramatischen Moment aus einem anderen Film erinnert hat, bei dem ich diesen Gedanken schon mal gefasst habe und das tatsächlich vergraben hatte. Mein Gedächtnis. Bei dem ich im Kino eingeschlafen bin. Genau. Das Dschungelbuch. Ich rede natürlich von dieser ekelhaften Orangutan-Szene, falls ihr euch daran erinnern könnt. Und von der Neuverfilmung. Ja, von der Neuverfilmung, wo die Haare durchs Bildschirm wurden und Max geschlummert hat und neben mir kam zu schnarchen. Ich mache erstmal eine Disney-Pause. Das wollte ich nur noch mal als Nachtrag sagen, weil ich habe ihn gesehen und war nicht angetan. Aber ich habe auch eine andere Perspektive, glaube ich, als viele Leute, die den jetzt. Also ich glaube, wenn du jetzt nicht so dich mit asiatischer Kultur beschäftigt, dann kannst du den als Actionfilm und ganz gut hingenehmen. Aber bitte, falls ihr euch das Spaß macht, als super. Aber bitte nehmt das nicht als kulturell für volle Münze, weil Kirsten hat ja was ganz Eigenes erfunden. Dankeschön, das wollte ich nur gesagt haben. Und damit kommen wir zur Kategorie Max hört Podcast. Die deutschsprachige Filmpodcast-Landschaft. Manchmal schaffe ich es mir da noch ein Abo zu gönnen. Von jetzt schon wieder viel zu vielen Abos, die ich habe. Und bin gestolpert über den Podcast, der da heißt Married to the Producer. Verheiratet mit dem Produzenten. Danke für die Übersetzung. Ich bin noch gar nicht sicher, warum sie diesen Titel gewählt haben. Auf jeden Fall spricht Emily dort mit ihrem Gast Christian über die Best Picture Gewinner der Oscars. Und eben angefangen 1927, 28. Ist Best Picture, ist das jetzt bester Film? Bester Film, ja. Danke für die Übersetzung. Nee, das war jetzt wirklich eine ehrliche Frage, weil ich Oscars ja schon meine. Genau, die besprechen sie da eben folgenweise. Sind jetzt, glaube ich, Mitte der 40er angekommen zum Zeitpunkt dieses Einsprechens meinerseits. Ja, kann ich eigentlich nur empfehlen. Wer also ein bisschen mehr zu alten Filmen hören will und in diesem Fall auch in der Hinsicht lustig, weil ich noch manchmal denke, aha, der hat einen Oscar gewonnen. Ja, stimmt, von dem Film habe ich schon mal gehört. Ich wusste nicht, dass der Oscar gewonnen ist. Und dann denke ich so, ah, vielleicht ist das auch deswegen, habe ich mal von dem gehört, weil dieser Preis halt irgendwie dafür sorgt, dass man Filme im Gespräch behält und so und dass die als wichtig gelten, oder so. Ja, meine Meinung zum Oscar ist klar. Wer sie nicht kennt, sollte sich die Cinematics-Team-Folge anhören, da habe ich komplett mit meiner Meinung diskutiert. Ach, hast mit deiner Meinung diskutiert? Ja, das ist ja schön. Das war ja noch, wo dann da hier auch ganz Henning noch gesagt hat, Mensch, die haben jetzt dieses andere Thema gekriegt und haben mit der goldenen Palme und haben so nicht gemacht, gesagt, ja, weil das unsere Meinung war. Ja. Genau, also Married to the Producer gibt auch einen sehr kleinen Twitter-Account aktuell noch. Der kann ruhig ein paar mehr Follower kriegen. Links entsprechend sind dann in der Folgenbeschreibung. So, damit sind wir laufzeittechnisch noch knapp unter der Laufzeit des Films, den wir heute besprochen haben. Wieso hast du nicht noch einen zweiten Podcast? Einer reicht ja wohl. Das sieht aber aus, als wenn da zwei stehen auf der Zelle. Nee, das ist Max hört Podcast, Married to the Producer, Emily und Christian besprechen sich durch die Best Picture-Gewinner. Ups. Naja, einen zweiten habe ich dann vielleicht in der nächsten Folge. Oh, was für eine Überleitung. In der nächsten Folge, der Folge Nummer 173, geht es um einen Film, den Carly auswählt, den sie uns jetzt vielleicht verraten wird. Vielleicht aber auch nicht. Ich kenne ihn noch nicht. Ach so, ja, natürlich werde ich ihn euch verraten. Einfach, damit ich mich selber unter Druck setzen kann. Und das ist Joint Security Era. Oh, cool. Ja, weil du die ganze Zeit gebettelt hast, dass wir den mal gucken. Und ich hatte mich eigentlich auf Yodo Island festgelegt und da hast du aber vorher nochmal gesagt, wie toll du den fandest und jetzt bin ich doch echt neugierig geworden. Ja, warum spricht das jetzt gegen den? Der spricht gegen den, aber wir machen den anderen zuerst. Okay. Also habe ich mich ein doppeltes Ding reingefahren. Eigentlich, also du hast vorhin sozusagen, also das ist ein Vorgespräch passiert, was ihr jetzt nicht mitgehört habt, aber da Max und ich schon ausführlich über diese Filme so ungefähr geredet, von Max' Eindruck her und sind, dass er da gerne drüber reden würde. Und ich hatte mich selber auf einen französischen Film festgelegt, dass wir den gucken. Aha. Den schieben wir jetzt auf nächsten Monat. Ja, übernächsten Monat. Übernächsten Monat, also auf den nächsten Kali-Monat. Willst du ihn schon verraten? Nein. Mhm.
bin. Aber ich kann dir sagen, dass ich den schon ein paar Mal verrückt habe und dass mich langsam nähert, wie ich das mache. Aber jetzt habe ich Bock auf Joint Security Era. Punkt. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Geil. So, und das ist ein Filmtitel, der noch kürzer ist als der Titel der diesen Folge. Von Gold mit 4 Buchstaben zu JSA mit 3 Buchstaben. Ja, du hast hier ja auch diese schöne Edition gekauft, dann muss man die auch gucken. Ne? Ah, war ich aber auch echt so ein bisschen, oh, ist die schon vergriffen und Dings. Und dann, weil halt auch ganz lange stand, ja, kein Artikel auf Lager. Und dann habe ich schon gedacht, na, ich glaube, der ist irgendwie ausverkauft. Bäm. Ihre Lieferung wurde verschickt. Mehr als 20 Artikel auf Lager. Hä? Also ja. Freut mich, dann können noch mehr Leute den Film entdecken. Ich habe bei der UFDB da bestellt gehabt. Ich glaube, bei Amazon gibt es auch ein paar. Noch, aber der ist häufig halt als gebraucht oder eben neuwertig, aber nicht als Neuware verkauft. Deswegen war ich da ein bisschen überrascht. Da bin ich mal gespannt, ob ich dir da noch mal ein paar Hintergrundwissenssachen aus. Ja, also da freue ich mich ja sehr drauf schon. Das ist ja, wow. Das ist ja auch wirklich brandaktuell, denn wenn man es genau nimmt. Aber das besprechen wir in der nächsten Folge dann. Ja, dann ist ja nicht mehr brandaktuell. Was ist denn brandaktuell? Nee, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Tag der Deutschen Einheit? Nee. Der abgeschossene Fischer? Das ist kein Fischer, das war Fischerei-Museumsmitarbeiter. Das war tatsächlich ein staatlicher Beamter, ja. Der komischerweise erschossen worden ist, weil er angeblich aus der Begründung heraus nach Nordkorea auswandern wollte, aber seine ganzen Papiere auf einmal auf dem Boot gelassen hat und dann um 15 Uhr angekommen ist und nur 21 Uhr erschossen wurde und dann sofort verbrannt. Sehr cool. So viel habe ich davon nicht gehört. Ich habe nur die Überschrift gelesen, Kim Jong-un? Nee, ja, unsere Berichterstattung hat ja, auf jeden Fall habe ich das nur gelesen. Der hätte sich entschuldigt für den Tod dieses Mannes, dass sie ihn erschossen hätten. Ja, und da gibt es ganz viel Streit in Korea. Also ich habe das auch, also unsere Berichterstattung ist ja sehr oberflächlich gewesen und ich habe das durch meine koreanischen Leute mitgekriegt und es ist anscheinend sehr, sehr großer Streitpunkt da, weil die Regierung wohl das sehr toll findet, dass also die südkoreanische Regierung es gut findet, dass Kim Jong sich entschuldigt hat, aber gleichzeitig ist auch dieses, ja, warum sollte ein verheirateter Ehemann, Staatsbeamter, von der auf der Insel sozusagen stationiert ist, auf einmal dann da sein und dann gleich verbrannt und nicht die Leichnam wird sich geweigert ausgehändigen und nichts ist gelöst. Das ist an sich eher, dass die Gesellschaft, dass sich so ein bisschen betrogen fühlt. In diesem Sinne freuen wir uns auf JSA. Ich genau. Empfehle euch, Gold zu kaufen. Gold zu kaufen an der Börse, sonst wo. Nein, als Film von 1934 in der Concord Classic Selection ist als Blu-ray und ich glaube auch als DVD erschienen. Ich habe auch sonst keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der irgendwo im Stream läuft. Ihr könnt vielleicht ein Kino anschreiben, dass die den zeigen. Der Film liegt bei der Murnau Stiftung. Dementsprechend wird man den auch ausleihen können, wenn er sogar digital verfügbar ist. Auf Wiederhören. Adi.